Ich war schon ein bisschen traurig und ich habe es auch nicht ganz verstanden, so, weil halt viele Leute zu mir gekommen sind und sagen, ey, du bist für mich einer der besten Sänger Deutschlands. Das ist einfach voll krass, wie du das und bla und blub. Und ich habe gesagt, ja, es freut mich sehr, vielen Dank. Aber es bringt mir irgendwie auch nichts, weil ich muss meine Tour irgendwie absagen, weil da nicht genug Tickets verkauft sind. Und ich habe es dann aber irgendwie geschafft, wie gesagt, mit diesem Studium und mit dieser Influencer-Agentur für mich damit fein zu sein. Ich habe dann auch, das war 2017, kurz vorm ESC, habe ich gesagt, ich mache weiter Musik, aber das ist für mich okay, dass ich kein erfolgreicher Musiker bin. War dann für mich cool. Damit hatte ich mich dann auch irgendwie abgefunden. Und glücklicherweise ist es ja dann ein Jahr später durch den ESC passiert so. Aber ich habe mir auch gedacht, gerade da, wo ich dann cool damit war, ist es passiert. Hallo ihr Lieben. Ganz egal, ob ihr schon mehrfach zugehört habt oder zum ersten Mal dabei seid, ich freue mich riesig, dass ich euch zu einer neuen Folge von Road to Glory begrüßen kann. Mein heutiger Gast ist Michael Schulte und seit seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest 2018 mit dem Song You Let Me Walk Alone hat der gebürtige Eckernförder ein Dauerabo in den Charts. Dabei musste Michael nach seinem vielversprechenden Karrierestart mit dem dritten Platz in der Castingshow The Voice of Germany eine längere kommerzielle Durststrecke überstehen, bis ihm durch den ESC dann endlich der endgültige Durchbruch gelang. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich Promis auch immer wieder mal bei mir privat zu Gast habe. Und nach Sascha, Steven Kittchen, Annette Louisanne, Stefanie Kloß von Silbermond, Johannes Strate oder Sylvie Mais konnte ich diesmal Michael Schulte in meiner Wohnküche mit Wasserblick begrüßen. Und was soll ich sagen, in dieser ebenso entspannenden wie privaten Atmosphäre kam bislang jeder meiner Gäste in Plauderlaune. Wir sprechen über Michaels neues Album Remember Me, Vergänglichkeit und Loslassen, künstliche Intelligenz in der Musik, seine tiefe Freundschaft mit Max Giesinger und die große Frage, was am Ende des Lebens von einem bleibt. Michael verrät, warum er sich mit Ende 20 bereits damit abgefunden hatte, mit seiner Musik keinen Erfolg zu haben, wie oft er heute noch an seinen viel zu früh verstorbenen Vater denkt und wie sehr ihn sein Leben als zweifacher Papa verändert hat. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Michael Schulte. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Lieber Michael Schulte, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche in Vielen Hamburg. Vielen Dank. Schön, dass es hier. Vielen Dank. Ich habe extra den Wettergott nochmal bestochen, dass heute herrlichstes Wetter ist, dass wir hier einen schönen Blick aufs Wasser haben. Und die Sonne scheint Gott sei Dank auch noch nicht rein. Also es ist noch an der Zeit jetzt, wo... Kommt später dann, oder? Dann müsste man die Jalousie runtermachen. Ja, dann wird es heiß hier. Ne? Aber schön, traumhaft. Vielen Dank. Michael, bist du generell eher ein Morgen- oder ein Nachtmensch? Also Late Bird oder Early Bird? Na, so von deinem Naturell. Also ich habe niemals lang geschlafen, so richtig lange. Also das hat mein Bruder zum Beispiel eher gemacht. Der hat dann wirklich bis in die Nacht reingezockt und hat dann auch wirklich bis mittags gepennt. Das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe, klar, als ich irgendwie Anfang 20 war und auch viel feiern war, da habe ich dann auch mal bis 9 oder bis 10 geschlafen. Aber viel länger wirklich sonst nicht. Und jetzt natürlich aber durch die Kids notgedrungen natürlich früh auf. Aber das ist auch okay, weil ich auch, würde ich sagen, eher ein Morgenmensch bin. Spätestens beim ersten Kaffee ist auf jeden Fall alles fein. Du musst jetzt nicht deine innere Uhr jetzt total überlisten, weil du eben zweifacher Papa bist, ne? Also, weil das ist ja für einige, die ganz anders ticken, eine schöne Herausforderung, dass sie dann irgendwie tatsächlich einen anderen Rhythmus sich angewöhnen. Das ist auch, das war natürlich bei uns auch so, klar. Ja, ich meine, wenn dann zum ersten Mal so, als unser erster Sohn geboren wurde, in der ersten Nacht dann noch im Krankenhaus, habe ich auch realisiert, was das eigentlich bedeutet, als er dann, ich weiß nicht, 10-mal die Nacht wach war und du dachtest, okay, krass, das ist jetzt das neue Welcome Leben. Welcome to the new richtig, world. Die neue Realität so. Und jetzt mittlerweile, 5 Jahre später, kann man jetzt weil jetzt auch viele aus meinem musikalischen Freundeskreis erst jetzt so Kinder bekommen, kann man immer schon so ein bisschen schmunzeln drüber, wenn die so nach den ersten Nächten mir schreiben, sagen, Gottes Willen, alter Schwede, das ist aber ja krass. Da grinst du drüber und du hast das ja schon alles. Richtig, ne? Sozusagen, ja. Und wie viele Stunden brauchst du, um einigermaßen fit zu sein? Ich kann mir vorstellen, in der ersten Zeit, gerade mit dem ersten Nachwuchs, war das unter dem Soll. Aber was würdest du sagen, ist so deine Zeit, dass du morgens aufwachst und sagst, jo, läuft? Gibt's ja nicht immer, ne? Manchmal hat man ja auch ein totales Defizit. Also wir haben es jetzt wirklich jahrelang nicht so gehabt tatsächlich. Ja. Und es ist auch immer noch nicht so, dass die jetzt unbedingt immer durchpennen. Also
Deswegen, ich bin jetzt seit 5 Jahren eigentlich nicht mehr richtig ausgeschlafen, weil ich auch so ein bisschen das Schlafen verlernt habe leider. Also nicht mal, wenn ich auf Tour bin und Hotelzimmer habe, denkt man sich ja, geil, klar, jetzt in Ruhe und ausschlafen. Aber es funktioniert nicht mehr. Weil einfach da der Rhythmus, das ist, also ja, du bist da so konditioniert man, jetzt man auch. Man entwickelt ne? sich ja auch so ein bisschen so eine Schlafstörung, würde ich fast sagen, weil man einfach so dieses Durchschlafen nicht mehr kennt. Und du bist, glaube ich, auch so sensibilisiert. Du hast natürlich alle Sinne auf Empfang, genau, weil du immer denkst, wenn was ist mit dem Nachwuchs, will man dann ja auch. Ne? Aber ich würde trotzdem sagen, also eigentlich so 7-8 Stunden brauche ich auf jeden Fall, also oder brauchte ich damals und bräuchte ich auch heute, um wirklich zu sagen, geil, jetzt bin ich richtig fresh. Und was gibt's bei dir zum Frühstück generell oder was gab's heute bei dir zum Frühstück? Was ist so bei dir yummy oder bist du Breakfast-Canceler? Gibt's ja auch immer mehr Leute, die Ich brauche schon was. Ich habe mir tatsächlich erstmal eine Banane gegönnt und dann so ein, habe ich mir noch kurz wie heißt das Teil, dieser Mixer, den Thermomix, ja, genau, habe ich mir noch schnell eine Ingwer-Shot reingeballert, weil ich habe das Gefühl, so langsam geht die Jahreszeit los, wo sie wieder anfangen, alle zu röcheln und zu schiefen und so weiter. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen früh dieses Jahr, finde ich. Na gut, ja, dass wir jetzt nochmal, die Wettervorhersage ist ja jetzt sehr nice. Es soll ja jetzt irgendwie nochmal Sommer werden. Da sollen sich alle bitte dann irgendwie einschließen. Dann habe ich aber gemerkt, das hat noch nicht ganz gereicht. Ich habe mir auf dem Weg noch so eine Mondschnecke geholt, weil ich tatsächlich gerne mal zum Frühstück auch irgendwie so ein Stück Kuchen habe. Also so ein bisschen Guilty Pleasure ist auch schon, mal ganz. Schon so ein bisschen, ja. Also du bist jetzt nicht der totale Fitness-Freak, der sagt, nein, es gibt mir nur irgendwie geschrotetes, keine Ahnung. Es gibt ja so ganz viele neue dolle Sachen. Ich weiß nicht, mit Gucci-Bären und. Auf gar keinen Fall. Also wir haben eine Zeit lang, und das machen wir auch immer noch jetzt immer unseren Porridge halt, so wie es ja auch irgendwie viele machen. Wir haben jetzt auch zuletzt relativ viel Sport gemacht und haben auch schon so ein bisschen drauf geachtet, aber auch immerhin 10 Kilo jetzt verloren in den letzten Wochen. Ja, sitzt hier im T-Shirt, der Michael, also läuft bei ihm. Ne? Also. Also ich habe, sagen wir mal so, in den Jahren, so den ersten 4 Jahren mit Kids, haben wir echt so viel kompensiert mit Essen und irgendwie auch wenig Zeit für Sport gehabt. Du, und dann auch noch die beiden, Lockdowns, da ging ja auch gar nichts, ne? Da konnte man höchstens zu Hause Sport machen mit der, aber da kann ich auch ein Liedchen von sich, will man ja auch irgendwie nicht. Ich habe das immer bewundert, wenn Leute sagen, ich mache jetzt hier Calinetics und mit meinem eigenen Körpergewicht Training, wo ich sage, nee, sorry, also das kriege ich überhaupt nicht gebacken. Aber das haben wir jetzt eben gemerkt, wir müssen mal wieder loslegen, haben wir jetzt in den letzten Wochen gemacht und haben auch wirklich so ein bisschen aufs Essen geachtet und jetzt haben wir ein bisschen was runter vom Speck, jetzt kann man auch mal wieder sich eine Mondschnecke gönnen. Du, und es ist ja auch was super Leckeres, ich liebe auch Mondschnecken. Michael, du hast mit Remember Me dein neues Album am Start und das ist fast 4 Jahre jetzt nach deinem Vorgängeralbum Highs and Lows. Das ist für deine Taktung eine etwas längere Zeit. Ich habe mal geguckt, also manchmal hast du sogar alle Jahre, dann 2 Jahre, dann war 2,5 Jahre immer Pause. Diesmal sind es fast 4 Jahre. Wenn du jetzt mal zurückblickst, liegt das an der Gemengelage zweifacher Papa, Corona-Zeit oder war es dir auch wichtig, einfach mal ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen zu haben? Wobei, muss man gleich ein, du hast ja nichts gemacht. Du hast ja ganz viele Hits auch produziert in der Zwischenzeit, nur das Album hat halt so lange gedauert. Also das ist tatsächlich. Du bist also nicht jetzt auf einer Tahiti-Insel gewesen. Das ist ja zum Glück auch nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie ein Album rausbringt und dann erstmal 2 Jahre schreibt, bevor man überhaupt was rausbringt, sondern gerade auch in Zeiten von Streaming, ich hau ja immer wieder neue Songs raus. Was das Album an sich angeht, auf jeden Fall, da hast du schon, das haben wir jetzt alles schon so ein bisschen angesprochen. Einmal, klar, Corona ist da ein Teil davon, weil wir konnten vom letzten Album erst letztes Jahr, also 19 ist ja das Album rausgekommen, erst 2022 konnten wir auf unsere erste richtige Tour mit dem Album gehen, eben aufgrund dieser ganzen Verschiebung. Dann natürlich mit Kindern ist auch alles anders. Generell auch während Corona die ganze Zeit, Rechnung, die Art, wie wir waren, hat sich geändert. Plus, ich habe ja auch noch mein Label gewechselt, bin jetzt vom kleinen Indie-Label hier aus Hamburg zu Universal irgendwie gewechselt. Viel passiert in den letzten Jahren. Sehr viel passiert. Und gleichzeitig habe ich mir auch immer gesagt, ey, ist doch am Ende, ist es doch echt egal. Also gebt dir doch einfach die Zeit. Ich glaube, keiner wird jetzt danach schreien und sagen, ey, wo ist denn das neue Album? Nein, du hast natürlich recht, das Business hat sich ja total verändert. Das Album ist immer noch wichtig, ist aber wichtig, halt, es klar. ist nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Das darf man auch nicht vergessen. Leider. Solange Was die ich Leute sehr, Musik persönlich bekommen, sehr schade finde. Ist ich bin auch. Ja, das ist ja schon, die ganze junge Generation kennt es ja gar nicht mehr. Das war noch vor 15 Jahren irgendwie immer so, neue CD und dann irgendwie geil. Und das ist jetzt heute schade. Ich finde, es ist, die Musik ist nicht schlechter geworden, aber ich finde, das ist teilweise, da fehlt so dieser Zauber jetzt. Ich finde, das ist so was Tolles, wenn so ein Album rauskommt und jetzt, also ich will das gar nicht jetzt schlecht reden, das ist ja immer noch toll, ne, alles, auch das ganze Business, aber es hat sich sehr viel verändert, muss man sagen. Es hat sich viel verändert und ich glaube, es ist auch für viele Künstler auch manchmal so ein bisschen deprimierend, wenn man natürlich sehr, sehr viel Zeit da reinsteckt und natürlich auch sehr viel Geld und ich war jetzt noch nie ein riesiger Albumkünstler. Also bei mir waren immer so die Singles, die haben immer mega gut funktioniert. Ich habe jetzt nie so Alben, unfassbar viele Alben verkauft. So, das ist auch bei vielen englisch singenden Künstlern aus Deutschland so, aber sagen wir mal,
andere Künstler auch in Deutschland, die dann mal 100.000 verkauft haben, die verkaufen heute vielleicht noch 10.000, 20.000. Das darf man eben, das ist das Bittere. Es ist ja, geht ja gar nicht nur um deutsche Acts, es ist ja weltweit einfach ein Drama. Es gab nochmal Adele und so ein paar und Ed Sheeran, die haben nochmal irgendwas rausgehauen an Verkäufen, aber der Markt hat sich komplett auf den Kopf gestellt und man verdient, wenn man viel streamt und Touren. Also Tour ist natürlich auch wichtig und natürlich noch andere Einnahmequellen. Aber also ich persönlich finde das umso bewundernswerter, dass Menschen dann immer noch diese Kreativität in sich spüren, in dieses Business wollen, weil es ist ja schon eine Herausforderung. Man kann auch gut verdienen, man kann auch da seinen Weg machen, aber es ist halt, die Karten haben sich ja komplett neu gemischt, wenn du es vergleichst mit 90ern, 2000. Auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich so, dass also mit einem Album zumindest so, also mit dem Album wirst du nicht verdienen, sondern eher drauflegen, weil das natürlich in der Produktion, allein diese ganzen Songs zu produzieren, halt wirklich echt unfassbar teuer ist und das plus dann natürlich noch die ganze Promo, das kannst du mit den paar Verkäufen nicht wieder reinholen und deswegen ist natürlich das Single Business, also die Einzelsongs, es ist natürlich viel, viel spannender oder gewinnbringender und nichtsdestotrotz, ich jetzt für meinen Teil zum Beispiel möchte trotzdem gerne Alben veröffentlichen, so, ne? Aber es ist natürlich einfach nicht mehr so wie mal früher und das ist auch okay, finde ich ja. So. Ich finde es ja klar, so wenn man romantisch ist und auch gerne sowas in der Hand hält, ne, dann ist das schon, Mensch, schon ne? Klar. Generation analog. Aber klar, ich möchte jetzt auch nicht, dass du da Leute vielleicht disst, weil es sind ja große Multimedia-Unternehmen gewesen, aber trotzdem gestatte mir die Frage, meinst du nicht auch, dass es, ich weiß gar nicht, wann dieser Deal gemacht wurde, von den großen Labels mit Spotify, mit Apple, wo eben beschlossen wurde, komm, wir haben diesen Katalog, Streaming und der Künstler, die Künstlerin kriegt das und was. Im Nachhinein sagen ja jetzt viele Menschen, da haben sich aber die Labels dann doch ein bisschen über den Tisch ziehen lassen, ne, wenn man es mal so nett ausdrückt, weil also es ist ja nicht gerecht. Ich finde, ihr kriegt ja pro Stream viel zu wenig. Wir wollen jetzt nicht ins Detail eintauchen, weil ich glaube, das langweilt auch die Hörerinnen und Hörer, aber ich höre immer wieder von Leuten, das ist schon ein bisschen dumm gelaufen. Jetzt ist die Büchse der Pandora geöffnet, aber für euch Künstler ist es halt echt ätzend, ne? Weil ihr einfach nicht, wenn ihr nämlich pro Stream viel mehr verdienen würdet, dann wäre es ja alles völlig nice, dann wäre alles gut. Ne? Ich finde, es gehören auch immer irgendwie so zwei Seiten dazu. Also einerseits, ja, pro Stream wird da zu wenig abgerechnet. Auf der anderen Seite auch für mich schon auch vor 10 Jahren, als das so losging, dass ich gesehen habe, okay, krass, ich bin hier eigentlich ein absoluter Nobody und trotzdem durch solche Streaming-Plattformen werden meine Songs auf einmal in Amerika gehört, in England, auf den Philippinen. Also es ist ja nicht alles schlecht. Nein, so das will ich damit auch jetzt gar nicht sagen, also um Gottes Willen. Ich bin ja eigentlich auf der Seite der Künstler, weil klar, wenn ich pro Stream mehr bekommen würde, würde ich auch mehr verdienen, keine Frage. Wäre das besser und auch wahrscheinlich fairer. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sehe, auch was für Möglichkeiten das eben jetzt hat und wie viele Streams ich wahrscheinlich sonst nicht hätte und auch, dass ich überhaupt international dadurch jetzt erfolgreich sein kann, das wäre vor 20 Jahren natürlich gar nicht erst passiert. Das heißt, es gibt natürlich auch einfach, bringt natürlich auch viele Möglichkeiten und in der Summe natürlich, wenn man irgendwann wirklich viele Streams hat, ist es natürlich finanziell, auch obwohl der einzelne Stream vielleicht nicht ganz so viel bringt, trotzdem sehr spannend, muss man halt einfach sagen. Aber ich kann verstehen, gerade für kleinere Künstler, da zählt jeder Stream und das ist dann manchmal schon deprimierend, dass da wirklich wenig bei rumkommt. Und was ich eben auch nochmal raussehen möchte, es ist eben, wie du schon sagst, verdammt viel Arbeit und viele sehen das gar nicht. Natürlich hast du gesagt, zu Recht, du hast ein paar Songs ja auch schon über die letzten 2 Jahre produziert, die jetzt auf dem Album sind. Aber was da an Herzblut, Kreativität drinsteckt, das sehen leider gerade junge Leute manchmal nicht mehr. Nicht alle, aber es ist, glaube ich, es kann man nicht oft genug betonen, was das für ein Kreativitätsakt ist und wie viel harte Arbeit da auch drin steckt. Und viele denken, naja, dann haut er da mal seine Computer an, ne, und singt ein bisschen was und dann läuft das schon. So ist es ja nicht. Das ist ja viel komplexer alles. Ich habe da natürlich mal also meine Leute, auch gerade die Produzenten, ich produziere ja nicht selber, ich kann das auch gar nicht so, zum Glück gibt es ja Leute dafür, aber man muss auch sagen, also wir hauen natürlich alles noch rein, was wir so haben, aber ich habe auch schon Alben veröffentlicht, zum Beispiel 2014, da habe ich noch viel, viel, viel mehr Zeit reingesteckt und auch noch mehr Geld, da haben wir glaube ich wirklich ein ganzes Jahr produziert und haben wirklich so viel Geld in die Hand genommen, haben gemerkt am Ende des Tages, es ist einfach schade, dass am Ende dann so wenige Leute eigentlich noch das Album sich überhaupt anhören, weil einfach nicht mehr so ein Bewusstsein für, ich schiebe mir jetzt wirklich meine komplette CD irgendwie in die Anlage rein und höre mir das in Ruhe durch. So. Was natürlich irgendwie der Tod, oder nicht irgendwie, das ist ja der Tod des Konzeptalbums. Also da muss man die Leute zwingen, sich einen Schallplattenspieler zu kaufen. Zumindest also, im Mainstream. So wie Neil wieder, ne, weil es gab früher ja viel mehr Alben, die ja auch als Gesamtkunstwerk dann auch heute noch gelten, die so eine Geschichte durcherzählen.
empfehlen. Und das ist halt heute die Krux, weil viele Menschen nehmen sich ja gar nicht mehr die Zeit, um ein Album durchzuhören. Das ist das Blöde. Es gibt natürlich immer noch viele Poeten da draußen, ja, und Leute mit wirklich richtigen Konzepten, die sich da auch wirklich noch wahrscheinlich in so einem kleinen Buch handschriftlich auch noch alles irgendwie vorher niederschreiben, tagebuchmäßig. So ein Künstler bin ich jetzt persönlich einfach nicht. Und Vinyl hat ein Comeback, das ist natürlich auch ein kleiner Hoffnungsschimmer. So. Auch wenn es natürlich wirklich wenig, ich weiß nicht, wie 4 Millionen letztes Jahr oder 3, irgendwie es waren ein paar Millionen. Wir lassen beim Album jetzt 400-500 pressen und das war's doch so. Und wenn die weggehen, sind wir glücklich. So, schauen wir mal. Der Titeltrack Remember Me. In dem stellst du dich für einen erst 33 Jahre jungen Mann stellst du dich existenziellen Fragen, sehr nachdenklichen Fragen. Zum Beispiel, was bleibt von mir? Was wird man sich an mich erinnern? Was bleibt übrig von mir, wenn ich mal nicht mehr auf dieser Welt bin? Das sind sicherlich Fragen, die wir uns alle stellen. Aber ich frage mich, warum du in deinem jungen Alter schon so nachdenklich bist. Ist das, würdest du sagen, ein Naturell von dir, dass du da so eine nachdenkliche Ader in dir hast? Weil ich glaube, also natürlich, du bist jetzt nicht, mit 22 wäre es noch ungewöhnlicher. Trotzdem, du bist ein junger Mann. Und so was bleibt von mir, ist ja eine Frage, die man sich vielleicht erst später stellt. Zumindest das, was ich so denke. Also ich bin schon ein nachdenklicher Typ. Bei mir passiert auch viel im Kopf. Jetzt explizit dieses Thema ist natürlich bei mir sehr präsent, seit ich Kind bin, weil mein Vater ja relativ früh verstorben ist. Da war ich 14. Und ich glaube, wir haben den Song vor 2 Jahren geschrieben hier in Hamburg. Und da kam eben so dieses Thema auf, dass ich einfach so ein bisschen auch über meinen Papa nochmal nachgedacht habe und gemerkt habe, so wie 20 Jahre später so manche Erinnerungen natürlich verblasst und dass man natürlich auch nicht mehr so oft an einen verstorbenen Menschen denkt, wie jetzt noch in den ersten Jahren, und hat mich einfach das gleiche gefragt, wie es irgendwann bei mir und meinen Kindern sein wird. Es ist also so ein bisschen an meine Kinder auch gerichtet mit der großen Frage, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, und das dauert hoffentlich noch, dieser das Zeitpunkt. Das wollte ich mal sagen. Aber das weiß man eben auch leider. Das sage ich auch immer. Ne? Niemand weiß es nicht. Was kommt. Das kann theoretisch auch heute Morgen passieren. Und dann habe ich mich einfach gefragt, ob die dann auch zurückblicken und sagen, ey, wir hatten einen coolen Papa. Wir haben voll viele schöne Sachen zusammen gemacht. So wie ich das halt mit meinem Papa gemacht habe. Und das ist natürlich der Wunsch eines jeden Elternteils, dass die Kinder das irgendwann über einen sagen und dementsprechend sozusagen, ja, die große Frage, was ist, wenn ich nicht mehr da bin, wer erinnert sich an mich, und bei mir natürlich nur mal aus dem zweiten Blickwinkel auch, was ist mit meiner Musik zum Beispiel danach, wird die noch weitergehört oder schmeißen alle die CDs aus dem Fenster und sagen, boah, endlich ist es vorbei, aber ja, gut, aber das sind ja so die ganz großen, auch philosophischen Fragen generell, so was ist der Sinn des Lebens, warum sind wir eigentlich hier, das kann man ja auch dann dazu schmeißen, ne? Sozusagen, ja. Was ist eigentlich mein Sinn und Ziel hier, also was möchte ich eigentlich auf dieser Welt, aber ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass Erinnerung logischerweise ja auch verblassen. Ist es bei dir denn so, dass du manchmal ganz gezielt dann gegensteuerst und nochmal vielleicht in alten Fotoalben blätterst, damit du dagegen steuern kannst, weil man will ja die Erinnerung an den geliebten Menschen aufrechterhalten, gerade weil es eben so früh war und du ihn so früh verloren hast. Oder ist das manchmal im Alltagstrubel gar nicht möglich, das auch gezielt da dagegen zu steuern? Weil du sagst ja, die Erinnerung verblassen, man denkt nicht mehr so oft über den Papa nach wie früher oder an ihn. Es ist natürlich wirklich so im Sturm des Alltags ist natürlich weniger Zeit, um überhaupt erst dahin zu kommen, drüber nachzudenken. Setz dich doch mal aufs Sofa und blätter mal im Album. Ja, eben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir gerne mal einfach Songs aus meiner Kindheit so anmache und dadurch kommen die Erinnerungen natürlich so wieder dann auch hoch. So, es passiert ja nur auch tatsächlich mal, dass man aber dann auch tatsächlich anfängt zu weinen, weil einen das natürlich auch so ein bisschen, ja, irgendwie auch wieder vor Augen führt, dass es halt einfach unfassbar traurig war damals, so als das passiert ist. Und das ist immer so eine Mischung aus natürlich so ein bisschen Traurigkeit und natürlich auch schönen Erinnerungen, weil es einfach in unserer Kindheit einfach sehr schön war. Wir hatten es einfach sehr schön zusammen. Und genau, da hole ich gerne mal so die Songs raus. Da hat ja jeder, glaube ich, so seine Songs, die einen zurückkatapultieren in die Kindheit oder absolut. Zu anderen Erinnerungen. Ja. Jeder hat da so seine Trigger-Points und dann geht das los, ne, mit der Reise in die Vergangenheit. Total. Nun haben wir schon über das Thema Album gesprochen und für mich ist es ja auch mal wieder spannend, dass du auch selbst sagst, das ist eine tolle Sache, aber eigentlich ist es ein schönes Hobby, man verdient damit nicht so richtig was. Ich habe aber trotzdem gedacht beim Hören, wie geil ist das, dass das Album jetzt schon so viele Hits hat. Here Goes Nothing, Remember Me, More in This Life, Waterfall, Bye Bye Bye, das sind allein 5 Hits, die jeder im Radio gehört hat, die mega erfolgreich waren, die zwischen 21 und 23 wirklich rauf und runter gelaufen sind, sicherlich auch gut gestreamt worden. Nun sagst du ja selber, du bist da etwas entspannter, aber ist es nicht auch ein geiles Gefühl, wenn man sagt, Mensch, das ist jetzt ein neues Album, ich habe allein schon 5 Tracks da drauf, die schon so gut performt haben. Also ja, das ist doch irgendwie ein schönes Gefühl. Ne? Das ist natürlich super. Das ist ja so auch so dieses neue Ding in der heutigen Zeit, dass du halt erst viele Songs veröffentlichst, auch deine Singles, und dann kommt das Album. Früher war es ja eher so, du bringst das Album raus und daraus koppelst du dann danach einzelne Singles raus. Das geht nicht mehr, weil das Streaming das nicht gut findet, wenn man dann nochmal Songs nochmal rauskoppelt, die eigentlich schon seit einem Jahr im Streaming sind. Das ist dann einfach nicht mehr spannend. Dementsprechend muss man erst die Singles rausbringen und dann irgendwann sagst du, so, jetzt habe ich 5, 6 Singles draußen. Jetzt packen wir
irgendwann noch ein paar weitere Songs dazu und dann hast du das Album. Aber es ist natürlich schön, wenn man so sieht, so die Hälfte des Albums gefühlt ist, ne? Ist schon also bekannt, dachte, und lief auch gut. Also. Ja, und auch so geile Songs. Also ich möchte mich jetzt hier nicht anbiedern, aber ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, ich bin echt ein Fan und ich fand es auch immer wieder faszinierend, wie oft ich auch einen Song mal gehört habe, wo ich erst im Nachhinein gemerkt habe, Mensch, das ist ja Michael Schulte. Also das ist im Gottes Willen nicht böse gemeint, aber manchmal hat man das gar nicht auf dem Zettel. Ne? Also dann merkt man erst, ey, wie geil. Ne? So. Und, ja. Ich kenne ja auch nicht jeden Künstlernamen von den Songs im Radio. Aber ich habe das auch öfter, dass auch so Leute nach einem Konzert mir schreiben, hey, krass, ich wusste gar nicht, wie viele Songs ich von dir kenne. So, also ich kannte gefühlt jeden Song, dabei dachte ich, ich kenne irgendwie zwei Songs von dir. So. Also aber ist ja schön. Schönes Kompliment. Ich hab das ja selber auch, wenn ich im Auto fahre und wirklich mal so durchs Radio skippe, da läuft halt schon sehr viel Schulte-Musik und das ist ja, also das war früher war es mein Wunsch, mein Traum, einmal einen Song im Radio irgendwie ja, von mir aber zu das haben. Ist ja schon lange jetzt von der Realität überrollt. Das ist natürlich super. Wo wir über Zukunft sprechen, eine Albumproduktion, das Musikbusiness hat sich komplett geändert. Es ist ja leider auch gerade so ein bisschen so dieses ominöse Thema AI, künstliche Intelligenz, alle machen sich Sorgen und auch die Musikindustrie macht sich Sorgen, weil, das hast du sicherlich auch mitbekommen, es gibt tatsächlich auch schon richtig krasse Programme, wo man dann die füttert mit Informationen und sagt, so gib mir einen Hauch Ed Sheeran, dann noch ein bisschen Dance Speed und dies und das und dann haut das Ding einen Track raus und man sagt, ja, das ist zwar seelenlos, aber irgendwie schon ganz schön schockierend, wie gut das ist. Mhm. Wie siehst du das? Ist das alles zu überdramatisiert? Weil ich persönlich bin da auch sehr ambivalent, weil sicherlich hat das auch Chancen, aber es ist ja nicht so ganz ohne und wir hören ja jetzt immer mehr über künstliche Intelligenz in so vielen Branchen und dass es so viel revolutionäre Folgen haben könnte. Wie bist du da so von deinem Gefühl? Das ist natürlich total spannend, das alles. Kann man auch nutzen. Aber gerade in der Musik ist es natürlich auch eine Sache, die ich persönlich jetzt vielleicht eher nicht gebraucht hätte, weil ich finde, Künstler haben es so oder so schon schwer, wenn dann jetzt noch gefühlt jedem auch noch einfach die Möglichkeit gegeben ist, Songs in Anführungsstrichen schreiben zu lassen. Ganz und, genau. Und eben auch sogar Stimmen zu imitieren oder sagen wir mal, da ist jetzt, keine Ahnung, ein Songwriter, der kann eigentlich gar nicht singen, aber er sagt einfach, ich lasse jetzt einfach mal AI so ein bisschen irgendwie singen. Also ich finde es spooky so, ich kann es noch nicht so ganz greifen und ich bin auch nicht so ganz tief in der Materie jetzt drin, inwieweit das jetzt alles schon möglich ist und wie es auch rechtlich aussieht, weil du dir natürlich nicht einfach eine Ed Sheeran-Stimme nehmen kannst und wie das auch so in der Zukunft Gott sei Dank, ne, da gibt es noch große Themen zu regeln, glaube ich, ne, gerade was so Copyright und so angeht. Total, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass irgendwann auch irgendwie Songs viral gehen oder bekannt werden, die tatsächlich nicht gesungen wurden von einem richtigen Menschen. Also das ist ja, wenn es jetzt schon so klingt, wie es klingt, man kann ja auch, ich finde es ja schon faszinierend, wenn man jetzt Michael Jackson Songs genau, von Freddie Mercury das wollte ich nämlich sagen, oder Freddie Mercury singt My Heart Will Go On, wo ich auch so ein bisschen so, oh mein Gott, Cringe-Faktor, aber irgendwie auch wieder so, dass man sagt, das ist ganz schön heftig, dass das möglich auch, ist. Ne? Also das finde ich, wobei natürlich, es gibt auch Beispiele, wo es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe irgendwie mal, da war Vogue von Madonna von Cher gesungen und das hörte sich irgendwie wirklich sehr künstlich an. Also da merkte man, das ist tatsächlich die Frage absolut ist halt, seelenlos. Ne? Also wenn es jetzt schon so klingt. Ja. Also, wollen wir, das, also ja, ich bräuchte das nicht. Ich weiß Gott nicht. Auf der anderen Seite will glaube ich, niemand eigentlich, dass die echten, in Anführungsstrichen, echten menschlichen Künstler da irgendwie drunter leiden. So. Und keiner will eigentlich, man will ja zum Konzert auch gehen und genau. Auch den Künstler auch so sehen. Ich denke nämlich auch, dass dann das Menschliche und die Seele, die kann man halt nicht, da, gut, das vielleicht müssen wir also für eines Besseren belehrt werden, auch wenn wir es furchtbar finden. Vielleicht ist ja ein 10, 20, 30 Jahren tatsächlich auch möglich, Emotionen, Edginess, alles zu simulieren, aber ich will darüber gar nicht nachdenken, weil ich glaube, das wäre ein Leben, was wir uns nicht so wahrscheinlich vorstellen werden wir in 20 wünschen. Jahren werden wir zurückblicken und sagen, wow, wenn die gewusst hätten, das ist ja, war ja nur der Anfang. Also mal gucken jetzt also, mal. Im Duett More to This Life mit deinem langjährigen Buddy Max Giesinger wünscht ihr euch die besondere Leichtigkeit aus der Jugend zurück. Also die Zeit, wo man einfach ganz unbefangen ist, wo man sich nicht so selbst konditionieren muss und also diese Leichtigkeit, die verliert man ja leider Gottes mit den Jahren. Da würde mich interessieren, ob du ganz bewusst auch mal, wenn du es denn schaffst, nochmal, du bist auch im Alltagsstrudel häufig mitgerissen, das geht nicht immer so leicht, aber dass man sich gezielt vornimmt, ich möchte jetzt einfach mal meine Fantasie, meine Begeisterungsfähigkeit, mein inneres Kind lebendig erhalten, weil man, ich finde, dadurch auch so viel schöner durchs Leben kommt, wenn man einfach bedingungslos auch mal lachen kann, wenn man sich wirklich für was total begeistert, wie es eben Kinder tun, wo man sich immer freut und krass, ne? Wie bedingungslos die sich
sich auf Dinge stürzen und total begeistert sind. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mich zum Beispiel jetzt mit Max treffe, dann rutsche ich automatisch und er auch in eine andere Rolle so rein. So, da bin ich nicht mehr der Papa, auch nicht mehr der Ehemann, sondern dann bin ich wieder, sind wir die zwei Idioten, die das schon seit 10 Jahren machen, einfach zusammen rumblödeln oder feiern gehen oder also einfach, da bin ich einfach, wir haben uns ja damals mit Anfang 20 kennengelernt und haben einfach, das ist ja so die Zeit, ne? Klar, Anfang 20, Mitte 20, wo du viel wilde Phase, gehst, ne? wo du einfach nur einfach auch mal Kacke baust oder einfach irgendwas machst, worauf du Bock drauf hast und da ist man in einer anderen Rolle so und da fühlst du dich wieder so ein bisschen anders und nochmal ein bisschen anders freier, was jetzt nicht heißt, dass ich mich normalerweise nicht frei fühle, aber einfach, dass man so in so eine andere Rolle reinrutscht und da dann auch vielleicht das innere Kind wieder so ein bisschen mehr zurückholt, weil natürlich zu Hause, ich bin schon, man hat ja echt eine Verantwortung, verdammt nochmal, das ist so, das ist nicht immer alles toll. Natürlich ist es super, Papa zu sein, aber manchmal muss man auch schlucken, glaube ich, weil das ist krass, ne? Du hast Verantwortung für zwei. Ja, voll. Und ich finde ja, wirklich jeder ist ja im Alltag mittlerweile, ja. Also man ist ja sehr schnell gestresst auch, finde ich so momentan. Es ist ja prasselt links, rechts alles ganz auf einen schlimm. Ein. Also und ich finde, die Nerven liegen so schnell blank und die Leute sind so schnell aggro. Das finde ich ganz. Bei mir aber auch. Ich bin auch schnell, und das kenne ich von mir eigentlich gar nicht, schnell auch reizbar momentan, wenn sehr viel auf einmal auf mich einprasselt und ich merke, ich schaffe es zeitlich einfach gar nicht so. Und dann kommt nur sowas wie, ach fuck, ich muss noch einen Strom anmelden für, zum Beispiel meine Frau fängt jetzt bald wieder an zu arbeiten, irgendwie der Praxiseröffnung, da müssen wir dann ein paar Sachen regeln, jetzt müssen wir noch irgendwie Strom anmelden und Gas anmelden. Das ist so Kleinigkeiten, wo du denkst, fuck ey, das ist eigentlich gar keine Zeit und auch nee, da hat man auch keinen Bock drauf. Da möchte man dann irgendwie so viel Kohle haben, dass man so einen Privatsekretär hat, der diesen ganzen Müll dann da fein erledigt. Ne? Das wäre schon. Und das geht ja jedem so. Ne? Es ist ja alles viel schnelllebiger. Und dann, also klar, Handy ist toll und so, aber auch da bist du irgendwie. Auch da immer alle sind two sides of the story. Ne? Und ich sage ja auch immer, man muss sich konditionieren, gerade was so Social Media angeht. Ich weiß nicht, ob du einen TikTok-Account hast oder irgendwas. Leider das ist, ne? Weil das ist, kennst du ja bestätigen. Manchmal ist es so ein süßes Gift. Man verfängt sich da. Das ist auch manchmal wirklich unterhaltsam. Es wird aber auch Negatives getriggert, wenn du mal dich aufregst, dann wird das auch sofort wieder gefüttert mit anderen Clips, wo du dich aufregst. Manchmal merke ich, Alter, leg das Handy aus der Hand, weil das ist so viel negative Energie. Jetzt, du kriegst ja richtig schlechte Laune und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich habe auch mal einen Clip gesehen, das ist total unmenschlich und auch so krass ungesund und ich mache es ja trotzdem selber auch, dass du die ganze Zeit in den Emotionen, du guckst was Lustiges an, als nächstes wird der todkranker Mensch gezeigt, dann kommt dann jemand, also und es ist ja auch die Realität natürlich so, aber dann kommt im nächsten Clip, kommt wieder jemand, der irgendwie an Krebs, todkrank, durchs Leben irgendwie versucht, sich zu kämpfen, so und sowas zieht ja auch irgendwie runter. Dann skippst du weiter und dann kommt wieder irgendwas Lustiges. Das und dann ist kommt ja irgendwas Politisches und dann dir und da und immer, oh, also es ist so ein... Für den Menschen, also das ist natürlich völlige Überforderung. Du kannst ja mit dem ganzen Input, mit den Emotionen, weißt du gar nicht, wohin damit. So, ne? So sieht's aus, ne? Also das ist, wie du schon sagst, also wir wollen nicht die Smartphones so verteufeln, das hat auch alles was Positives, aber das Leben ist schon sehr schnell und herausfordernd. Es ist so hektisch alles, ne? Komisch auch alles. Also wirklich eine weirde Ära, in der wir leben. Also wirklich so. Wenn ich mich da wirklich zurückerinnere an meine Kindheit, da gab es da... Und das sagst du ja da, mit deinem ja, 33, da gab's ja nix, ne? Da, also da gab es ja, auch kein Handy. Da hab du hast noch dann, erlebt, ne? Die analoge Ära. Ja, wobei es ging ja los dann, ne? In der Zeit. Ja, so, da war als ich so ein dann Teenager. 14, 15 ja, dann, oder sowas. Also meine komplette Kindheit irgendwie bis 13, 14, also da hast du dich dann mit deinen Freunden, musstest du dich dann über Telefon verabreden und dann bist du rausgegangen und dann warst du auch nicht mehr erreichbar. So, da konnte auch keiner dir schreiben, dann war es halt gab's drei, auch kein drei GPS, Stunden warten, ne? Bis du zu Hause bist. Keine Ortung, ne, von Mama, die dann genau wusste, du bist gar nicht da, wo bist du? Und das war natürlich eigentlich gerade auch so, in der Kindheit ist das natürlich super. Auch, ich glaube, die Eltern waren auch viel präsenter so vom Mindset her, weil die konnten auch nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen und irgendwie erreichbar sein. So, man war im Hier und Jetzt und wenn man zusammen irgendwo draußen in der Walachei picknicken war, dann waren auch alle zu 100% anwesend und nicht zu 50% am Handy. Das ist genau der Punkt, aber was mich auch umtreibt, ist natürlich durch die Schnelligkeit und die Digitalisierung, auch durch Smartphone, dass wir permanent auch zugeballert werden mit negativen News aus der Welt. Die Welt war auch vor 30 Jahren schon echt schrecklich, krass und also schlimm. Nur damals, schon die guten alten Zeiten, so will ich es nicht sagen, aber da war es halt nicht so unmittelbar. Du kriegst ja jeden Mist, jedes negative Thema kommt sofort auf dein Smartphone. Alle wollen sie Clickbaiting, alle wollen sie News haben und das ist, glaube ich, etwas entspannter gewesen. Nochmal, es gab schlimme Zeiten, 60er Jahre da, fast ein dritter Weltkrieg, Kuba-Krise, das soll man nicht alles schönreden. Es gab schon, auch dann gab es Kalten Krieg. Also nicht, dass es nicht auch schon früher Krisen gab, aber es ist heute krasser. Du wirst permanent zugeballert mit negativen News. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass da Leid auf dieser Welt ist. Absolut. Und nicht nur wenig so und dass man vielleicht sogar irgendwie helfen kann oder einfach darüber Bescheid zu wissen. Aber natürlich hat jeder auch, wir können nicht
das Leid auf dieser Welt so wegschnipsen. So. Und du kannst diese ganze Negativität natürlich nicht komplett aufnehmen. So. Ich bin immer ein Freund von dieser These, dass natürlich wir können als Einzelner fast nichts machen, aber eine Kleinigkeit. Und allein dieses Mikroteil kann dann so viel beitragen, wenn das dann 1.000, 10.000, eine Million und immer mehr Menschen machen, so einen kleinen Teil, dass vielleicht dann das große Ganze dadurch besser wird. Das ist zwar auch so ein bisschen esoterisch, philosophisch verbrämt, aber ich will das gerne mir wünschen, dass wir dann doch alle mit unserem kleinen Beitrag was machen können. Also nicht, dass, weil viele wollen ja immer alles Elend der Welt auf ihren Schultern tragen und meinen, sie müssten jetzt alles komplett ändern. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Man muss versuchen, kleine irgendwie, ja, aber es gibt da so ein paar Exemplare, das ist ja Fakt. Eine Klischeefrage, aber möchte ich trotzdem gerne nochmal stellen, deine Freundschaft mit Max. Magst du mal beschreiben, was da so das ganz Besondere ist? Ich kann mir vorstellen, ihr seid beide super busy. Das ist ja auch nicht so, dass ihr euch so oft seht, wie ihr das eigentlich wollt. Aber ihr habt ja eine enge Bindung. Was würdest du sagen, was macht das so aus? Was ist das Tolle, so diese über 10 Jahre jetzt mit Max? Also wir sehen uns zumindest, seitdem ich jetzt eben rausgezogen bin aus Hamburg und Kinder habe, sehen wir uns natürlich nicht mehr so häufig. Du bist ja ein Landjunge geworden. Richtig. Ist er auch per se, aber er ist halt noch in einer anderen Lebenssituation. Er ist noch nicht ganz so weit sozusagen. Ja, der Max. Aber er will das noch ausnutzen, diese Freiheit. Wir haben uns ja damals kennengelernt eben bei The Voice in der ersten Staffel. Genau. Und wir waren halt beide in einem ähnlichen Stadium in unserem Leben. Wir haben beide noch zu Hause bei Mutter gelebt, hatten beide den Traum, den Wunsch, musikalisch erfolgreich zu sein, irgendwie was zu starten. Und haben natürlich auch einfach so, dass wir menschlich, dass es einfach voll gut passt, so, dass man einfach total gut abhängen kann. Es gibt ja wenige Menschen, mit denen man einfach zusammen abchillt und denkt, es ist einfach, selbst wenn man die anschweigt, ist es einfach so, ach, es passt einfach. Es schnurrt, es ist eine schöne Harmonie. Genau. Und das hat einfach irgendwie von Anfang an gepasst. Und dann, klar, sind wir natürlich, wie gesagt, den gleichen Traum, sind wir beide noch ins Finale gekommen, sind dann beide zu Hause ausgezogen, sind zusammengezogen, haben einfach krass natürlich viel erlebt, so gerade in den 20ern, ist natürlich eine wilde Zeit, haben verbindet beide, ja auch, ne? Ihr habt genau, gemeinschaftlich auch sind wir immer weiter diesem Traum hinterher gelaufen, haben es dann auch noch beide irgendwie geschafft und das ist natürlich irgendwie auch eine Zeit, die total verbindet und wie gesagt, menschlich passt eh so gut und das ist einfach, ja, es gibt einfach wenige Menschen, ich habe auch wenige Freunde, aber dafür halt 1, 2, 3 sehr gute Freunde. So. Bei Frauen ist ja oft eher so, die haben auch ein paar sehr gute, aber auch sehr, sehr viele Freunde. Also ich nenne es immer so, das sind dann gute Bekannte. Also du hast absolut recht. Ich finde im Leben, wenn man mehr als 5 wirklich gute Freunde hat, dann läuft da was schief, weil du hast gar nicht die Zeit. Also wenn du Menschen in dein Inner Circle lässt, dann sind das maximal 3 bis 5 Leute. Und du kannst natürlich 100 Leute kennen oder noch mehr, aber es sind dann für mich nur nette, liebe Bekannte und nicht Freunde. Ist was anderes. Aber das ist auch irgendwie okay. Also wir sehen uns jetzt gerade momentan nicht so mega häufig und das ist aber auch in Ordnung. So, es ist so völlig egal, wenn wir uns dann 2 Monate gar nicht sehen, dann sieht man sich so, es ist so, wie es immer war. Ein weiterer Song vom neuen Album Waterfall, der ja auch sehr bekannt ist, singst du I know the only way to get along is going with the flow, life is like a waterfall. Und nochmal übersetzt für die nicht so gut Englisch können, das ist jetzt frei übersetzt, der einzige Weg im Leben klarzukommen ist es mit dem Strom zu schwimmen, mit dem Flow zu sich bewegen, das Leben ist wie ein Wasserfall. Würdest du sagen, dass das auch eines deiner Lebensmottos ist, so ein bisschen Hunterei, alles fließt, der Wasserfluss, man geht mit dem Flow, oder ist es vielleicht ironisch gemeint? Also frag deshalb, weil es ist ja für viele auch so eine Attitüde, die finden es gerade geil, wenn sie gegen den Strom schwimmen, wenn sie immer dagegen sind. Und das ist ja genau die andere Aussage. Du sagst, es ist eigentlich leichter, wenn du gewisse Dinge zulässt und dann auch mit dem Flow also dann mitgehst. Also es heißt zumindest nicht, dass man nicht auch anecken darf. So, das finde ich schon wichtig, dass man jetzt nicht nur das macht, was einem vorgegeben wird, sozusagen mit dem Strom gehen, sondern eher, dass man nicht in der Vergangenheit hängen bleibt. Das ist eher so, dass man nach vorne schaut, dass man mit dem Strom, mit dem Fluss des Lebens mitgeht. So ist es gemeint, dass man nicht jetzt irgendwie noch hadert mit sich, das, was vor einem Jahr war oder auch ich, dass ich sage, ey, fuck, mein Vater ist voll früh gestorben, mein Leben ist einfach im Arsch dadurch, sondern dass man einfach, man hat dieses eine Leben und man sollte, glaube ich, versuchen, so gut es geht, klar, es ist nicht immer so einfach und es lässt sich auch einfach sagen, nach vorne zu schauen und das Beste daraus zu machen, versuchen irgendwie so seinen Weg zu finden und auch das leichter gesagt als getan, einfach versuchen, positiv zu bleiben und wirklich versuchen, einfach so das Beste aus seinem Leben rauszuholen und auch so ein bisschen natürlich seinen Träumen und Zielen irgendwie nacheifern, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist, diesen Traum zu verwirklichen, aber einfach wirklich mit dem Fluss gehen, nicht so sehr in der Vergangenheit hängen. Nun bin ich ein Mensch, der leider in Anführungsstrichen, wobei es auch manchmal ein schönes Gefühl ist, gern auch mal an alte Zeiten zurückdenkt, aber nicht nur positiv, weil ich manchmal auch denke, Mensch, früher hätte ich doch mal die Abzweigung genommen, dann wäre das so und so und hätte Fahrradkette. Ich habe aber über dich gelesen, dass du ja nun generell
ein melancholischer Mensch bist. Du hast dich da verändert. Du bist, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr outgoing geworden. Du hast durch dein neues Lebensmodell als Papa und so hast du dich da sehr verändert. Aber das ist ja dann schon eine Challenge für dich, dass du sagst, du möchtest lieber mit dem Flow und möchtest nach vorne gucken. Aber eigentlich ist da naturell ja doch eher auch so ein bisschen Melancholie, ne? Und nach rückwärts blicken zu fehlt tatsächlich auch gerade so ein bisschen die Zeit, melancholisch zu werden. Ja. Ich mag es schon auch mal, melancholische Songs zu hören, auch mal Balladen und traurig sein. Das heißt ja auch nicht, dass man nicht mal traurig sein darf. So, man muss ja nicht. Ich finde das ja herrlich, ehrlich gesagt. Ja, ich mag auch manchmal traurig sein. Solange das nicht jetzt eine negative oder irgendwie ungesunde Züge nennt, aber mal so eine schöne, in Anführungsstrichen, Traurigkeit, glaube ich, das mögen wir alle ja mal. Wie vorhin schon gesagt, wenn ich mal an meinen Papa zurückdenke oder einen Song höre und dann muss ich weinen, dann ist das auch völlig in Ordnung und es ist jetzt nichts, was mich krass runterzieht, sondern was eher so mal so, irgendwie mal was rauslassen, so ist ja auch gut. So, und das ist dann auch kein, glaube ich, in der Vergangenheit festhängen, sondern man darf sich natürlich gerne auch an die Vergangenheit, an die Sachen, man soll es ja nicht vergessen. Man soll sich nur nicht, glaube ich, es gibt ja Menschen, die hängen immer noch 10 Jahre später einer Beziehung nach und sind nicht offen für neue Dinge. So. Und die sehen sich auch dann wirklich als Opfer des Lebens. Also die haben sich dann richtig, so ein bisschen damit abgefunden, das Leben meint es nicht gut, das Schicksal hasst mich, es geht alles schief und sind dann so gefangen in dieser negativen Attitüde. Ich kenne Leute, die hängen seit 15 Jahren einfach echt so rum und machen nichts aus dem Leben, weil sie da vor 15 Jahren mal irgendwie verletzt wurden oder weil sie da so festhängen und es ist so schade, weil es sind 15 Jahre, die sind einfach nicht genutzt. So. Und 15 Jahre ist eine krass lange Zeit, also das Leben rauscht an einem vorbei. Das sag ich, der doch einen Tacken älter ist als du, also das meine ich jetzt auch gar nicht, um dir Angst zu machen. Du bist jetzt in einer geilen Phase und die ist auch noch geil, wenn du 60, 70 bist, aber das Leben, das merke ich einfach, man als junger Mensch will man das immer von sich drängen, das ist so krass, wie die Zeit sich vom Gefühl verändert und das ist immer schneller vorbeigeht. Man merkt es auf jeden Fall, also ich merke es auch. Also ja, ich, jetzt schon, ne? Weil, obwohl du ja wie gesagt also ich merke 33 auch, wie die Jahre Zeit jung. Fliegt. Ja, natürlich. Ich fühle mich auch jung und ich habe auch überhaupt und hatte auch noch nie so ein Problem damit, so mit dem Älterwerden. So. Das lässt sich jetzt vielleicht mit 33 noch irgendwie leicht sagen, so, aber auch meine Frau, die ist 36, da rückt die 40 jetzt auch näher, die denkt auch so langsam. Irgendwie, also man kommt langsam in eine andere Altersklasse so rein. Wir fühlen uns immer noch jung, aber ich glaube, wenn uns jetzt ein 18-Jähriger anguckt, sieht er uns auch schon eher als die etwas älteren Herrschaften an. So, wenn man jetzt in den Club gehen würde zum Beispiel, da bist du auch nicht mehr der, da gucken manche, gucken da vielleicht dann auch schon mal so komisch, huch, was machen die denn jetzt hier? Ich hatte gerade Sascha im Interview, der war ganz traurig, der war mal wieder in seiner Lieblingsbar und da haben dann wirklich Tanzfamilie gesagt, oh, jetzt komme ich schon zum Sterben her. Der Spruch ist alt, aber ich weiß, Sascha ist jetzt auch nicht so richtig alt. Da war ich ganz traurig. Und Sascha ist ja wirklich, der ist ja auch sehr jung geblieben. Ja, so, finde ich auch. Also, ne? Der ist zwar jetzt auch schon Anfang 50, aber das hat ihn so ein bisschen gewurmt, das habe ich gemerkt. Aber solange man sich selber auch so jung fühlt, finde ich das geil. Ich finde, Sascha ist auch ein geiler Typ, so. Ich kenne ihn ganz gut. Das inspiriert einen ja auch, ne? So dieses, finde ich, das zeigt ja auch, dass Kreativität Musik und diese Lebenslust, das hält ja generell jung. Die Nummer With You ist deiner Frau und deinen Kids gewidmet. Und das ist also generell eine wunderbare Liebeserklärung an deine Familie. Nun ist es eine Binsenweisheit, dass jeden Menschen es absolut von Grund auf verändert, wenn er ein Kind zur Welt bringen. Also egal, ob es jetzt deine Frau ist oder ob du selbst als Papa ein neues Leben begrüßt und das verändert dich extrem. Aber was persönlich hat das mit dir gemacht? Kannst du das versuchen, einigermaßen kurz zusammenzufassen, was so die absolut durchschüttelndsten im positiven Sinne, vielleicht aber auch im herausforderndsten Sinne Veränderungen waren, die du jetzt als zweifacher Papa hast. Man kann es nochmal präzisieren. Also der Louis ist jetzt 5 schon und Lenny ist 2. Also 2 süße kleine Fratze, aber eben auch sehr herausfordernd, kann ich mir denken. Es ist nie langweilig im Hause schuld. Also es verändert einen schon ziemlich und auch komplett und es katapultiert einen mit einem Mal in eine ganz andere Lebenssituation. So, du nimmst eine ganz neue Rolle ein und das ist auch irgendwie positiv gemeint. So, du bist einfach dann ein Papa und hast eine unfassbare Verantwortung und man ist natürlich sehr, sehr stolz, Papa zu sein und irgendwie da Kids zu haben, die, wo du vielleicht auch manchmal so siehst, krass ey, der hat echt Ähnlichkeiten hier mit mir da oder auch in der Verhaltensart und so weiter. Ja, man ist wirklich, also ich bin, man ist ein ganz anderer Mensch. So, ich vergleiche das immer so, Max ist immer noch so, ach ja, Mensch, Hotte Totri, was so, mal gucken, was der Tag bringt. Ich stehe um 10 auf, dann mache ich erstmal ein bisschen Meditation. Noch ein bisschen so die Unverbindlichkeit und man, genau. Das ist eben, du man hat diese, halt, das ist genau, du hast die Verpflichtung. Ja. Du kannst eben nicht sagen, ach, passt nicht mehr, dann geben wir sie doch jetzt mal ab. Jetzt ne? Zurück, so. Es ist eine krasse Entscheidung auch irgendwie zu sagen, wir machen das jetzt und wir sind dafür bereit. Und
wir waren da zum Glück bereit zu und waren uns auch, glaube ich, darüber im Klaren, was das bedeutet, weil es ist natürlich auch ein einschneidendes, ich sage in Anführungsstrichen Erlebnis, beziehungsweise eine einschneidende neue Lebenssituation, weil du natürlich nicht mehr das machen kannst, was du willst. Aber das ist jetzt vielleicht ein schräges Bild, aber es ist ja schon die kleine Variante, wenn du dir ein Haustier anschaffst. Das kannst du natürlich nicht vergleichen, aber auch da hast du ein Commitment. Ja. Das verändert das Leben und das ist nochmal 100-mal krasser mit dem Kind, ne? Und da, manche machen es ja auch so, dass sie sich erst ein Haustier holen, um mal zu testen, ob das funktioniert. Und wenn sie sagen, okay, mit dem Hund ist uns das schon zu viel, dann lassen wir es vielleicht lieber mit dem Kinderkriegen. Aber ist es für dich eine gewisse Zeit eine Herausforderung gewesen, dass du es eben lernen musstest, dass du schon auch dich sehr, wie du schon sagst, deinen Kindern committen musst, dass sich das Leben schon sehr stark um den Nachwuchs dreht? Also natürlich gibt es ja auch Helikoptereltern, die das dann übertreiben. Das will ich jetzt gar nicht versuchen zu analysieren. Keine Ahnung, ob ihr da auch schon Züge entwickelt, was ich auch völlig menschlich finden würde. Aber ist das für dich eine Herausforderung gewesen oder bist du da ziemlich schnell reingewachsen? Weil das ist ja, jeder Mensch reagiert ja anders auf diese neue Lebenseinstellung und oder Lebenssituation. Situation, besser gesagt. Also ich glaube, wir sind da beide relativ schnell reingewachsen, aber wir haben auch beide sehr schnell gemerkt, dass es einerseits das Schönste auf der Welt ist, aber auf der anderen Seite auch das Anstrengendste und halt einfach auch natürlich man viele Abstriche machen muss und dass es auch wirklich eine Belastungsprobe ist für eine Beziehung so. Da muss man einfach gutes Team sein und man muss auch natürlich teilweise ein dickes Fell auf sich annehmen. Also Nerven muss man teilweise aus Stahl haben. Man muss halt auch zurückstecken einfach, beide, so in beide Richtungen. Es ist nicht so, dass du jeden Abend dann mit deinen Kumpels in eine Bar gehen kannst oder irgendwas. Du bist halt verpflichtet auch irgendwie da, dass man an einem Strang zieht und darüber waren wir uns auch klar und trotzdem ist natürlich manchmal eine Challenge so und bei uns jetzt nur mal explizit auch auf, weil genau in dem Jahr ja auch noch kurz vor der Geburt das mit dem ESC dann bei mir war jetzt auch nicht so geplant, dass in einem Jahr mein musikalischer Durchbruch irgendwie mir gelingt und auch noch unser erster Sohn zur Welt kommt und dementsprechend war es eine anstrengende Zeit für uns alle, glaube ich, auch für meine Frau sowieso, die natürlich dann auch oft zu Hause irgendwie alleine war mit dem Kleinen und für mich natürlich auch, weil ich zu Hause Familie und auch noch jetzt versucht habe, die Karriere irgendwie zu festigen. Also am Ende des Jahres war ich auch wirklich völlig durch. Das war ein Ritt und das ist ja auch weiterhin ein Ritt. Das ist ja jetzt auch so, ich glaube, jetzt ist der Ältere wahrscheinlich schon gerade in der Bockphase oder hat sie schon gerade durchfahren. Das sind ja jetzt auch so Jahre, wo es auch nochmal richtig abgeht. Ich glaube, entspannender wird es ja sowieso erst später. Es gibt ja immer Phasen, die herausfordernd sind. Also ich höre auch, dass es halt anders wird. Du hast immer Stress, aber nie irgendwie. Sorgen hast du immer um den Nachwuchs, aber ich glaube, also ich kann mich noch an meine Schwester erinnern, die hatte halt eine extreme Revoluzzerphase, so mit 4, 5, die hat sich dann immer im Supermarkt gerne hingeworfen und alle dachten, meine Mutter missbraucht das arme Kind, dabei war das meine Schwester einfach nur aggro und hat da rumgeschrien, weil sie was nicht bekam. Das ist schon fies, du hast da manchmal auch was durchzustehen, glaube ich, als klar, Mama und Papa, ne? Wenn die Kleinen dann da irgendwie ihren Kopf da durchsetzen. Also ich meine, man muss ja auch erstmal, ich bin ja jetzt auch kein ausgebildeter Pädagoge, man muss auch irgendwie selber erstmal so checken, wie man dann mit solchen Situationen irgendwie umgeht, ne? Aber Louis ist zum Beispiel eigentlich echt voll lieb immer schon gewesen. Und Lenny ist halt echt so das Gegenteil. So. Der ist halt echt, alter Schwede, ey, gefährlicher Typ, der auch eher, Lenny ärgert halt eher Louis. So. Also das ist echt eine explosive Kombi auf jeden Fall. Es ist nicht langweilig bei euch im Haus. Definitiv nicht, nee. Ein großes Thema der letzten Jahre ist das Thema genderneutrale Erziehung. Da würde ich mich interessieren, wie du das generell siehst. Da habe ich schon auch mit Tim Bensko drüber gesprochen. Ganz spannend, was für unterschiedliche Einstellungen da sind. Die meisten sind natürlich da sehr progressiv, aber wie siehst du das? Genderneutrale heißt, dass man frei von Klischees erzieht. Also, dass man eben so im Kopf hat, ein Junge, der muss jetzt seinen Bagger hinbekommen, seine Bauklötze und Playmobil und die Karriereband ab einem gewissen Alter. Und das Mädchen kriegt die Barbie, das Barbiehaus, Barbiepuppen und alles in rosa. Und das soll irgendwie durchbrochen werden, damit man die Kinder sich frei entfalten lässt, damit man sie nicht böse konditioniert. Du hörst raus, ich bin da eher der alte weiße Mann. Ich finde das ein bisschen übertrieben alles. Aber habt ihr euch mal mit diesem Thema überhaupt beschäftigt oder ist das irgendwie eigentlich an euch total vorbeigegangen? Also auch das sind manchmal so Themen, die man irgendwie nicht so die Zeit hat. Also natürlich bekommt... Wer beschäftigt sich mit sowas eigentlich? Nicht wir, ne? Nicht Leute, die vielleicht auch einfach viel Zeit haben oder einfach ein bisschen mehr. Also natürlich geht sowas nicht an mir vorbei und Thema Gendern und so weiter... Natürlich, also manche Sachen finde ich dann, was jetzt die Sprache und das Gendern angeht, manche Sachen gehen dann so ein bisschen zu weit, aber ich bin jetzt auch nicht so tief im Thema drin, aber was alles andere angeht, sind wir da völlig entspannt. Also die Kids in Anführungsstrichen kriegen, was sie wollen. Das ist jetzt nicht so, dass wir denen alles gehen. Aber wenn jetzt Louis bastelt unfassbar gerne, der sitzt, hat seinen Basteltisch und dann darf das da bunt und glitzerig sein und Lenny wollte gern einen Kinderwagen haben mit einem Baby, also dann ist dann zwar kein
pinker Kinderwagen. Ist jetzt eher was, was man vielleicht so den Mädels schenken würde, aber der wollte gerne so ein Baby zum Spielen haben halt. Und hat halt einen Kinderwagen, so einen kleinen Kinderwagen zum Rumschieben. Hat er jetzt auch nur einen Monat irgendwie benutzt oder sowas. Aber nur weil das jetzt Jungs sind, heißt das nicht, dass die sowas nicht auch zum Spielen haben können. Von daher, also wir machen uns da gar nicht so groß Gedanken. Und ich finde, man sollte das auch alles nicht überdramatisieren. Es ist auch so aufgeladen alles und immer so aggro. Halt, ne? Und ich finde es auch, da könnte man auch wieder eine komplette Podcast-Folge über. Dieser komplette Gruppenzwang oder auch diese Gruppen-Shitstorms und Menschen, war ja, während Corona war es richtig schlimm. Ganz schlimm, da fand ich auch. Wirklich, echt, da bin ich auch so ein bisschen allergisch gegen. So. Ja, aber da würde ich mir bis heute, ist jetzt ein anderes Kapitel, will ich gar nicht groß aufmachen, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass es nochmal eine faire Aufbereitung auch dieser ganzen Zeit gibt, weil es von vielen Seiten sind viele Fehler gemacht worden. Da will ich jetzt gar nicht sagen, du bist doof, aber es gab sowohl von Regierungsseiten als auch von den Experten, aber auch von Agro-Leuten, es war so eine schlimme Atmosphäre und das ist bis heute ja auch nie so richtig aufgearbeitet worden. Die Gräben sind immer noch tief und das finde ich sehr schade. Ich glaube, das hat echt so einen negativen Impact auf die Gesellschaft gehabt, diese Zeit, da brauchen wir echt noch eine gewisse Zeit. Total. Und auch so, dass man so das Gefühl hat, man sollte oder darf auch gar nicht mehr seine komplette Meinung sagen, weil man Angst haben muss, dass man was Falsches sagt. Dabei glaube ich gar nicht, dass man da was Falsches sagt, aber dass von irgendwelchen anderen Leuten falsch aufgenommen wird oder das nicht gut geheißen wird. Ja, dass sie es nicht akzeptieren, dass man eben auch nicht mehr akzeptieren kann, dass man ja auf Augenhöhe sich vielleicht angeregt auch streitet. Ich finde Streit auch per se nichts Negatives, aber dass man danach in der Lage ist, dann trotzdem sich noch zu mögen, in die Augen zu gucken und zu sagen, da kommen wir nicht zusammen, aber es ist trotzdem fein. Ja, und das können viele nicht mehr. Die wollen dann einen Missionär überzeugen und wenn du nicht so denkst, dann bist du bäh. Dann bist du entweder ein linker, linksgrün versiffter Spacko oder du bist ein AfD-Nazi. Ja. Das ist dann so dieses Krasse immer, so dieses Radikale. Ja, gerade auch ein Thema Impfen war ja auch. Will man gar nicht so, aber ich meine, also ich habe immer gesagt, wenn sich jemand nicht impfen lassen will, dann ist das halt so, dann lass ihn, deswegen ist man ja kein Corona-Leugner. Fand ich auch ganz, ganz krass und gerade, weißt du, dann Leute, die heute sagen immer Selbstbestimmung und es ist alles Inklusion und niemand darf diskriminiert werden, aber sorry, in der Corona-Zeit und dann lassen wir das Thema auch, da wurden wirklich dann ein paar Millionen Menschen echt diskriminiert. Ja. Und das war völlig in Ordnung auf einmal. Und jetzt, wir dürfen noch niemanden irgendwie ausgrenzen. Ja, aber da war hier vorne weg. Aber wie gesagt, man könnte, das ist wirklich, das ist ein aber schwieriges ich habe auch das Gefühl, es gibt da auch keine Lösung. Nein. Es wird wahrscheinlich auch nicht momentan sowieso ändern. Nicht. Momentan ist die Gesellschaft so auf Krawall und so gespalten. Aber das meine ich auch vorhin, dass mit die irgendwie momentan ist es irgendwie eine komische. Ja, schade, obwohl, guck raus, das Leben könnte so schön sein, total, die Sonne. Ne? Auf dem Dorf ist das alles noch ein bisschen anders, das ist wirklich so. Ja, glaube ich, das ist wirklich eine andere Welt noch. In der Stadt sind viele Probleme auch irgendwie so. Aber viele Menschen natürlich. Du, das nochmal zum Thema du als Papa oder ihr als Familie. Also ich habe ja immer Hochachtung, dass man Kinder in die Welt setzt mit einem Optimismus und sagt, ich wage das allein schon, um mein Leben auf den Kopf zu stellen und dieses wunderbare Geschenk der Kinder, was ja wirklich was Einzigartiges ist. Und das kann niemand nachvollziehen, der nicht selber das erlebt hat. Aber wir leben in einer Scheißwelt, obwohl wir hier sehr privilegiert leben, muss man vorher sagen. Also wir haben es ja immer noch sehr, sehr gut. Aber es gibt so viele Probleme und es wird gerade alles so, wie wir schon eben gesagt haben, es ist so viel Negativität und so viel Aufgeheiztheit etc. pp. Was lässt dich denn innerlich so dein Optimismuskraftwerk am Leben erhalten, dass du sagst, hey, es ist zwar ziemlich viel ätzend, aber trotzdem, ich glaube an das gute Menschen und meine Kids werden es auch noch in 30, 40 Jahren gut haben, das läuft schon irgendwie. Das muss man ja, man muss ja dieses Grundgefühl haben, weil sonst würde man ja durchdrehen als Papa, wenn man sagt, oh Gott, was ist jetzt in 30 Jahren, können meine Kinder überhaupt noch dann auf dieser Welt leben, weil entweder nicht mehr bewohnbar oder es ist Krieg oder alle hauen sich die Körper ein und es ist nur noch irgendwie Mord und Totschlag und die Gesellschaft liegt in Trümmern. Um es jetzt mal ein bisschen krass zu sagen. Das sind auch so Sachen, über die ich mir tatsächlich gar nicht so Gedanken mache. Also wir wollen halt irgendwie unser Leben leben und wir wollten gerne eine Familie gründen und uns war das auch wichtig, Kinder zu bekommen und das war für uns einfach ein großer Wunsch. Und ja, diesen Optimismus habe ich dann auf jeden Fall offensichtlich in mir zu denken, dass schon irgendwie alles wird und dass es auch in 30, 40, 50 Jahren noch irgendwie in Ordnung ist. Keine Ahnung, ob meine Söhne irgendwann sagen, wir setzen lieber keine Kinder mehr in diese verrückte Welt. An dem Punkt war ich jetzt oder waren wir jetzt einfach noch nicht. Also es war nie ein Tier. Ich habe das nie mal euch auch die Frage gestellt. Das nicht. Ne? Es war einfach ein Wunsch, ein Impuls. Keine Ahnung. Also aber es ist ja wirklich, dass in der Stadt da ist dann wirklich entweder gibt es keine Kinder oder vielleicht ist auch nach einem Kind irgendwie auch Schluss. Und nee, also tatsächlich nicht. Also klar kriegen wir das mit, dass wir, wie gesagt, in einer Welt leben, wo
wo alles irgendwie so ein bisschen ungewiss wirkt und man nicht weiß, was in vielen Jahren so ist. Aber jetzt aufzuhören zu sagen, jetzt kriegen wir alle keine Kinder mehr. Nee, das wäre ja auch ein Drama. Dann würde ja die Menschheit auch komplett sich dann zerlegen. Aber nein, das, so meine ich das auch gar nicht. Nur ich finde das umso toller, wenn man diese Grundstärke hat und dieses, ja, doch, man ist ja optimistisch und man geht ja sehr lebensbejahend durch die Welt. Ja, und zumindest ja auch in diesem Selbstbewusstsein zu sagen, also wir glauben, dass wir unseren Kindern ein gutes Leben schenken können. So, ne? Wenn wir jetzt in einer anderen Lebenssituation gewesen wären, hätten wir vielleicht nicht gesagt, jetzt setzen wir Kinder zur Welt. Ich glaube, das muss auf jeden Fall heutzutage gut überlegt sein und auch irgendwie so sein, dass die Kinder dann auch ein schönes Zuhause haben, wo es den Kindern gut gehen kann. So, jetzt irgendwie einfach mal so, ach komm, wir kriegen jetzt Kinder, obwohl man noch nicht mal zusammen wohnt oder da auch gar keine Basis ist für eine Familie. So, das, dann sollte man sich das vielleicht erst nochmal überlegen, aber ja. Dann noch eine letzte Frage, die so ein bisschen bei den Reizthemen ist. Klar, wenn wir über Zukunft reden, es war jetzt ein Riesenthema diesen Sommer auch mit den, in Anführungsstrichen, Klimaklebern. Wie siehst du das als zweifacher Papa? Hat man da schon auch ein bisschen Sympathie? Weil ich persönlich sag mir auch, ich finde es toll, wenn sich junge Menschen engagieren, nur die Mittel sind dann teilweise, glaube ich, eher kontraproduktiv, dass man dann Leute gegen sich aufbringt, die sogar Sympathien haben für diese wichtigen Anliegen. Aber wenn man dann irgendwie sich auf eine vierspurige Straße klebt und die Leute kommen nicht zur Arbeit, dann haben die auch so einen Hals, ne? Also ist das auch eine Sache, wo du sagst, nee, hör mir auf damit. Das ist zumindest eins von diesen Themen, die ich natürlich so mitbekomme, aber wo ich auch so denke, boah, irgendwie gerade so viel anderes irgendwie zu tun, genauso wie Gender und sowas. Und ich meine, scheinbar machen sie ja, also ja, wenn jemand sich für etwas einsetzt, an das er glaubt oder wofür er kämpft, finde ich das einerseits gut. Und offensichtlich machen sie ja zumindest in der Hinsicht was richtig, weil wir alle drüber sprechen. Auf der anderen Seite, klar, sich da festzukleben auf einer vierspurigen Straße, wo im Zweifel auch irgendwelche Krankenwagen oder auch irgendwelche anderen Leute durch müssen, wo es manchmal vielleicht sogar um Leben geht. Ja, natürlich, ob das jetzt der richtige Weg ist, da kann man sich dann auch wieder lange drüber streiten. So, ne? Es ist halt extrem und mich würde sowas, wenn ich da jetzt mit dem Auto dann im Stau stehen würde, weil die sich da festkleben würde, mich das persönlich natürlich auch extremst ärgern. Ja, oder irgendwelche, was haben sie im Museum, Gemälde, ja, mit Farbe, das also ich da hört es dann auch irgendwie so auf, ja klar, sie wollen halt irgendwie anecken und wollen, dass Leute drüber reden und das gelingt ihnen ja klappern, auch, ne, in den Medien. Aber ob sie damit jetzt wirklich eine Verbesserung irgendwie herbeiführen, da würde sich jetzt auch ein großes Fragezeichen setzen. Der Kreis schließt sich, du als Papa, da möchte ich gern von dir wissen, in welchen Momenten wir haben drüber gesprochen, die Erinnerungen sind nicht immer mehr so präsent, es verblasst einiges, aber es gibt ja sicherlich immer wieder auch Momente, wo du an deinen Papa mit Trauer, aber auch sehr viel Freude im Herzen zurückdenkst. Mhm. Kannst du das beschreiben, wann das besonders ist? Ich kann mir auch denken, ja, bei der Geburt deiner Kinder zum Beispiel, das war natürlich auch so ein Moment, wo du sagst, Mensch, wie schade, ne, wenn Papa jetzt noch da wäre. Das sind auf jeden Fall Momente, wo man sich denkt, Mensch, schade, dass er die nicht kennenlernt oder dass sie ihn nicht kennenlernen, auch selbst wenn ich mal in der Bar sitze und denke, ich hatte nie die Gelegenheit, mit meinem Papa mal ein Bier zu trinken, mal über Gott und die Welt zu reden oder sowas. Das ist natürlich einfach sehr schade und natürlich auch viel so in den seltenen, ruhigen Momenten, sei es, wenn ich alleine im Auto sitze und mir dann wirklich mal einen Song von früher anmache, dass man dann natürlich so ein bisschen ins Grübeln kommt und auch so die Erinnerungen hochkommen und die sind dann, na klar, einerseits positiv, als auch irgendwie natürlich ein bisschen traurig. Ruhige Momente und natürlich emotional prägende Momente so im Leben aktuell. Da kommt sowas hoch, aber diese anfängliche, unfassbare Traurigkeit in den ersten Jahren, die ist natürlich zum Glück nicht mehr da. Das wäre auch schlimm, wenn man das so lange mit sich rumtragen würde. Sind ja jetzt auch schon dann 19 Jahre jetzt. Ja, ne? 19 Jahre ist es ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber bist du denn generell ein religiöser Mensch? Glaubst du an so Dinge wie Leben nach dem Tod, Leben im Jenseits? Oder ist das für dich total weit weg? Weil das ist ja für viele auch ein Trost. Gerade wenn ein geliebter Mensch früh geht, dann gibt es für viele so dieses schöne Gefühl, auch der ist in einer, muss gar nicht jetzt im Klischee im Himmel sein, sondern irgendwie in einer anderen Dimension. Seine Seele lebt irgendwie weiter und da ist noch was. Wie siehst du das? Ich persönlich ist nicht so in meinen Gedanken drin, dass es sowas gibt, aber ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man daran glaubt und sich das so vorstellen kann und einem das vielleicht auch Trost spendet, auch für sich selbst, falls man vielleicht Angst hat davor, irgendwann zu sterben, habe ich jetzt persönlich keine Angst vor, weil irgendwann passiert es und dann ist es halt vorbei. So. Aber das siehst du so ganz rational, ja, weil also ich glaube, die Angst vor Tod vereint uns ja alle. Aber wahrscheinlich, weil ich so früh mit dem Tod konfrontiert wurde, ich hoffe natürlich, dass ich möglichst lange auf dieser Welt sein darf, aber irgendwann ist halt vorbei und dann ist das so. Ansonsten, ich glaube halt so ein bisschen, dass manche Sachen aus einem gewissen Grund passieren, an sowas wie Schicksal. Vielleicht bin ich hier und da auch ein bisschen abergläubisch. Also an sowas glaube ich schon, dass da irgendwas Übernatürliches
irgendwas ist da, was einen vielleicht auch so ein bisschen leitet oder bestimmte Sachen macht. Aber ansonsten alles, was darüber hinausgeht, da bin ich jetzt so persönlich nicht ganz so offen für. Wäre es denn für dich mal eine Sache, die dich interessieren würde, auch wenn du jetzt klar sagst, du glaubst da nicht dran, aber dass du mal zu einem sehr renommierten Medium gehst und dann versuchst mal mit der Seele oder mit dem Geist deines Vaters Kontakt hast, dann würdest du sagen, nee, das wäre so ein Bullshit, da müsste ich nur lachen und das würde ich gar nicht versuchen. Aber da gibt es ja auch ganz viele Leute, die sagen, das finde ich eigentlich mal ganz spannend, soll die doch mal Kontakt aufnehmen zu der Seele meines Verwandten und dann kann man mit dem kommunizieren. Ich merke ja sofort, ob die irgendwelche nur Bullshitter redet und ob die wirklich was weiß, ne, was, ja, was nur ich wissen kann. Und würde ich mich darauf einlassen. Würdest du interessant finden? Ja, also okay. Oder sagen wir mal, wenn mir jemand jetzt beweisen könnte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann würde ich das natürlich sehr gerne wissen. Und ich fände das natürlich auch, fänd das natürlich auch mega. Und wenn es jemanden gibt, der mit meinem Papa Kontakt aufnehmen könnte, dann fände ich das natürlich auch super. Von daher, also ich würde jetzt nicht. Also du bist da nicht komplett. Nein, also. Okay. Ist doch mal spannend. Also wenn der jetzt nicht gerade 200.000 Euro kostet, dieser Gottes, Typ. Das glaube ich aber auch nicht. Nein, das, nur ich bin da persönlich, ich bin auch ein Mensch. Du nicht machen, oder? Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können. Und also jetzt Geister, aber schon, dass es mehr in dieser Welt gibt, als unsere Schulweisheit uns erklären kann. Und ich glaube auch, dass es einige Dinge, die sollen einfach so sein, die kann man gar nicht bestimmen. Das glaube ich schon, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Mensch Kontakt zu der Geisterwelt aufnehmen kann oder was immer das sein mag. Weil was heißt das jetzt, Geisterwelt oder Jenseits? Das ist mir, da bin ich glaube ich zu rational. Kann ich mir auch per se nicht vorstellen, aber ich würde es trotzdem mal versuchen wollen, also von daher. Aber Thema so Schicksal zum Beispiel, also das ist noch eine kleine Sidefact, so eine Story. Als mein Papa verstorben ist, kurz vorher habe ich mir meine erste Digitalkamera gekauft. Habe dann zu Hause irgendwie mein Papa gefilmt, dabei wie er den Tannenbaum schmückt und im Hintergrund lief dann von Rayman damals das neue Album Hoch und Runter. Und das war sozusagen das letzte lebende Beweisstück von meinem Papa, weil ein paar Tage später ist er gestorben. Und ich habe mir dieses Video die Jahre danach natürlich tausendmal angeguckt und habe dazu geheult wie sonst was und im Hintergrund immer diese Musik von Rayman. Habe dann irgendwann mit YouTube angefangen, habe viele Songs gecovert, unter anderem auch von Rayman natürlich, aber auch von unfassbar vielen anderen Künstlern. Und 2011, also 7 Jahre nach dem Tod meines Vaters, ruft halt Ray mich auf einmal an und fragt, ob ich nicht auf seinem Konzert mit ihm einen Song singen möchte. Und er wusste das natürlich nicht. Also das ist dieses Video, das und dementsprechend, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wie kann das denn jetzt sein, dass der Typ, wo jetzt diese Musik im Hintergrund läuft vom letzten Beweisstück sozusagen von meinem Papa, dass der mich kontaktiert und dass wir jetzt natürlich auch die ganzen Jahre danach und auch jetzt noch viel Kontakt haben. Das war natürlich für mich auch wieder so ein wow, hey, wie verrückt ist denn das, dass das also, so passiert ist. Wo du dann auch, ich habe gelesen in einem meiner Vorbereitungen, dass du auch sagst, es geschieht im Leben eigentlich nichts ohne Grund. Es hat irgendwie alles einen Sinn. Ja. Ne? Also es ist nicht. Und manchmal ist es, das war auch so mal, wo man denkt, krass. Das ist doch verrückt jetzt gerade. Das hat doch jeder ab und zu mal, oder? Dass man denkt, das kann jetzt kein Zufall sein. Ja, wieso treffen wir uns jetzt hier irgendwie? Gut, das kann natürlich wirklich ein Zufall sein. Natürlich, aber manchmal sind es auch so Dinge, die dann so viel Pirouetten schlagen, wo dann so viele Zufälle zusammenkommen, dass man sich wieder sagt, das kann doch nicht eine Kaskade von Zufällen sein. Da ist irgendwas Höheres hinter. Wenn mein Vater das wüsste, auf jeden Fall, dass das mit Ray so war, weil er war auch, fand die Musik ganz toll, war es natürlich. Das macht einen natürlich auch so ein bisschen stolz. Da ist man das ist so für die Seele, fürs Herz ist das so, das für mich persönlich aber eine schöne Geschichte, so, ne? Macht mich sehr glücklich. Wovon hättest du im Leben gerne mehr? Wo du sagst, Mensch, ich bräuchte, also das finde ich so mehr toll. Geduld, ne? Auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Vertrauen ich bin sehr schlecht im Abgeben. Gerne so die Hand auf allem und ich müsste, glaube ich, mehr vertrauen jedem. Das würde mir gut tun. Und klar, ein bisschen mehr Zeit hier und da, ein bisschen mehr. Ja, einfach ein bisschen mehr Zeit zum Runterkommen, ein bisschen mehr diese Ruhe haben, so, die fehlt einem einfach so im Alltag auch. Und wovon hättest du gerne weniger? Also eine normale Antwort wäre jetzt wahrscheinlich weniger Stress, weniger. Naja, das ist ja auch, das ist, finde ich, auch ganz, ja, verstehe ich aber auch total, weil Stress finde ich, es muss ja nicht per se immer was Negatives sein. Also ich finde, wobei Stress ist sehr negativ behaftet, das Wort, das stimmt schon. Aber wenn man einen Job hat, und ich glaube, du hast einen Job, der dich ja erfüllt, du findest es ja schon geil, was du machst, ne? Und das macht ja auch Spaß. Aber manchmal sind da halt Dinge dran, die einen nur nerven. Man sagt, oh, Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Mir geht's ja sehr gut und ich glaube, es gibt Leute, die haben deutlich stressigere Jobs und auch deutlich mehr Stress generell so im Leben. Ich bin da schon eher vom Glück geküsst. Keine Ahnung, wovon ich weniger. Da fällt mir jetzt außer Stress jetzt nichts Gutes ein, weil
weniger Negativität auf dieser Welt. Ja, also das ist wirklich so, fände ich aber sehr das, das ist doch ein schöner Stoßseufzer, das kann ich nur unterstreichen. Hat weniger sehr, Negativität. Teilweise sehr viel, sehr wütend gemacht. Also einfach nur der Blick darauf, wie die Menschen miteinander und wie wenig kompromissbereit halt auch so. Das fand ich in der Zeit und auch jetzt heutzutage immer noch so ein bisschen schon sehr anstrengend. So. Können wir uns die Hand reichen? Das ist auch das, was mich wirklich wütend macht. Und da muss ich mich manchmal selbst konditionieren und sagen, Alexander, das Leben ist viel zu kurz und viel zu schön, um dich immer so nee, zu ärgern auch. Weißt du, dass man das macht an, das ist ja nicht gesund, wenn du dann so das so aufsaugst und dann dich so ärgerst und die Ungerechtigkeit so spürst. Und natürlich kann man versuchen, daran was zu ändern, indem man auch auf Menschen zugeht und versucht, das ein bisschen zusammenzuführen. Aber ich glaube, du wirst mir da zustimmen, dass einige, also es gibt auch Menschen, die sind einfach verloren, die sind einfach so scheiße drauf. Sorry, es gibt einfach so viel Arm mit Ohren auf der Welt, dass man da gar nicht sich die Energie machen soll, verschwenden sollte. Total. Glaube ich. Das ist vergebene Energie an. Absolut. Wie und wo schaltest du am besten ab? Weil du sagst selbst, du hast schon Langeweile ist eigentlich nie angesagt, gerade als zweifacher Papa und das du hast schön, viele Projekte. Aber gibt es da so eine kleine Oase, wo du sagst, ja, das ist so meine Me-Time für eine Stunde mal, die deine Frau geht mit den Kids irgendwie raus und du hörst Musik oder ist das eigentlich gar nicht möglich? So einfach so eine Ruhe-Oase, wo du mal nur für dich mal sein kannst. Im Auto tatsächlich. Also ich bin unterwegs viel natürlich und ich fahre auch gerne Auto, auch gerne lange Strecken, 5-6 Stunden fahre ich öfter mal auch in den Süden zu Konzerten und ich fahre das sehr, sehr gerne alleine und ich fahre das auch oft einfach in kompletter Stille, einfach ja, Ruhe, so. Ich bin da alleine in diesem Auto und das tut dann in dem Moment schon gut, weil es wirklich mal so mir die Zeit gibt, vielleicht auch nachzudenken in Ruhe und einfach mal so ein bisschen runterzukommen. Und ansonsten zu Hause bin ich tatsächlich, ich habe mir immer vor mir so ein Laufband tatsächlich gekauft. Ich bin kein Schlechtwetterläufer und das ist ja hier bei uns doch öfter mal so der Fall. Und ich mag es einfach nicht so. Ich habe immer Angst, dass ich mir den Hals verkühle und dann nicht mehr singen kann und so. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich jogge eigentlich ganz gerne und dann wirklich eine Stunde da zu joggen und vielleicht auch eine Serie oder sowas dann auf dem iPad nehmen. Beizugucken, dass es dann auch im Alltag mal so ein bisschen raus und runter kommen. Gibt es für dich eine Tagesroutine oder eben auch ein Ritual, auf das du nur sehr ungern verzichten möchtest? Und davon abgesehen jetzt mal so die Tasse Kaffee ist natürlich ein Ritual, was wir alle morgens haben, aber gibt es irgendwas anderes noch, wo du sagst, das finde ich schon wichtig und nice für den Tag und das, da fehlt mir was, wenn ich das nicht habe? Es ist immer schön, klingt jetzt vielleicht falsch oder fies, wenn die Kinder dann im Bett sind und dann nochmal mit meiner Frau eine Stunde oder zwei im Idealfall, je nachdem, wann die Kinder ins Bett gehen. Nein, ich meine, manche könnten jetzt denken, wieso habt ihr überhaupt Kinder bekommen, wenn klar, ihr aber euch danach trotzdem, seht. Ihr braucht ja auch mal Zeit. Genau, und das ist natürlich die einzige Zeit des Tages, wo man dann wirklich auch zu zweit nochmal es schafft, irgendwie in Ruhe zu reden oder vielleicht auch zusammen einfach eine Serie zu gucken. Und wenn man das, es gibt Tage, da schafft man das einfach nicht, weil die Kinder einfach zu spät ins Bett kommen oder weil ich dann spät nach Hause komme. Und das fehlt einem dann schon, wenn man dann einfach so ins Bett geht, so ohne einmal noch so diesen Abend oder den Tag ausklingen zu lassen. Und das ist schon ein schönes Ritual, einfach, wenn wir keine Kraft mehr haben und gar nichts mehr geht, dann reden wir auch nicht, dann machen wir wirklich einfach nur eine Serie an. Im Bett liegen, Serie ist auch herrlich. Ich meine, das machen ja alle gerne so, ne? Und deswegen, das ist so ein Ritual. Das meinst du, wie oft ich hier, ne, wie so eine Flunder da auf der Couch da liege und dann gucken wir zusammen. Und die Zeiten sind halt vorbei, ne? Als wir noch keine Kinder hatten, da haben wir dann auch irgendwie Game of Thrones in einem Tag eine ganze Staffel fast durchgeballert. Durchgebinged, ne? Alles geguckt. Und jetzt schaffst du halt irgendwie maximal vielleicht noch eine Folge so am Tag, wenn überhaupt. Wenn es jetzt mal wieder erwarten, die nächsten Jahre nicht mehr funzen sollte und du merkst, das reicht jetzt nicht mehr, ich verdiene nicht mehr genug Geld. Hast du im Hinterkopf eine Idee, eine Leidenschaft, einen Plan B, was du dir noch außer Musik machen vorstellen kannst oder ist das einfach so abwegig, weil es war immer dein Lebenselixier, es war immer dein Wunsch, ne? Weil deswegen ist es auch eine fiese Frage, aber hast du da irgendwas, wo du sagst, dann könnte ich mir das noch vorstellen? Also es ist zumindest jetzt nichts, was mich so unfassbar doll erfüllen würde, weil ich natürlich jetzt gerade etwas mache, was ich total liebe und was auch mega Spaß macht und auch noch gut läuft. Deswegen, man würde natürlich von so irgendwie sehr weit oben kommen und sich auf irgendwas anderes dann einlassen, was einem vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Aber so als in Anführungsstrichen Plan B dann auch vielleicht irgendwann mal, dass man selber eher in die Rolle des Managers für andere Künstler rutscht. Ich habe das tatsächlich auch 2016, 17 schon gemacht, als es mit meiner Musik selber noch nicht so gut läuft, habe ich eine Influencer-Agentur mit ins Leben gerufen. Das lief auch ganz gut, genau, und das haben wir dann da ins Leben gerufen und das habe ich dann auch so 2 Jahre lang gemacht und habe da auch die Influencer gemanagt und bin auch mit denen dann zu Events, sei es da, was es da jetzt
jetzt irgendwie alles gibt. Ich habe auch währenddessen, hatte ich auch nochmal studiert, habe nochmal Medienkommunikationswissenschaften habe ich dann studiert, so wo ich gemerkt habe, oh, so langsam jetzt bin ich irgendwie Mitte 20, geht Richtung Ende 20 und ich versuche immer noch irgendwie erfolgreich mit der Musik zu sein. Und da habe ich gesagt, dafür bin ich mir zu schade, als dass ich mich jetzt noch zum Beispiel mit 40 immer noch als jemanden sehe, der versucht, musikalisch erfolgreich zu sein. Ich wollte schon so einen gewissen Milestone erreicht haben, ja, dann. Also und ich wollte auch irgendwie Geld verdienen natürlich. Es klingt jetzt doof, aber wir sind jetzt irgendwie, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wir hatten nicht so viel Geld und ich hätte jetzt keine Lust, mit 40 immer noch irgendwie da zu sitzen und zu denken, boah, ich kann mir jetzt nicht mal einen Besuch im Restaurant oder sowas leisten. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mir irgendwie einen Plan B überlegen. Habe angefangen zu studieren, habe diese Influencer-Agentur ins Leben gerufen. Aber das, ich meine, Influencer ist weiterhin absolut ein Modell, was ja viel bringt. Also, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, lieber Michael. Du wirst aber zum Glück, das kam ja dann mit der Musik, lief es ja dann. Bis es nicht mehr geht, bis du keinen Bock mehr hast oder irgendwas anderes ist. Oder sagst, ich möchte einfach nur noch um die Welt reisen. Aber ich kann mir das bei dir nicht vorstellen. Du wirst wahrscheinlich immer aber irgendwie Musik machen. Aber ja, das wäre natürlich schön. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin ja in dieser Branche jetzt zu Hause, was jetzt Musik, aber auch irgendwie Influencer angeht, weil ich war ja auch damals, darf man nicht vergessen, der erste YouTuber Deutschlands damals. Ne? Und ich kenne mich da schon aus und dementsprechend, falls es irgendwo nicht mehr laufen sollte, dann also du bist da auch, hast eine Grundentspanntheit, das finde ich nämlich auch cool, wenn man sagt, Mensch, ich gehe nicht davon aus, aber wenn irgendwie mal das Schicksal es richtig ätzen mit mir meint, dann hätte ich immer noch so eine Entspanntheit, weil ich weiß ja, was ich da schon auch mal gemacht habe und da kann man mal Fuß fassen. Das wäre natürlich gerade mit deinem Namen auch, das muss man ja auch sagen, das öffnet ja auch wieder Türen. Ne? Das ist ja nicht, dass man, auch wenn es dann nicht mehr so lübt, du bist ja eine Marke inzwischen und alle kennen dich und das ist ja immer schon mal auch ein Tür. Absolut, das denke ich auch, ja. Gibt es irgendeine Entscheidung, die du schon seit längerer Zeit vor dir herschiebst, aus irgendwelchen Gründen noch immer? Entscheidung. Ich bin schon jemand, der sich oft schwer tut mit Entscheidungen und auch immer sehr viel hin und her überlegt. Geht schon los mit welchen Flug nehme ich zum Beispiel? Nehme ich jetzt den um 10 Uhr oder nehme ich den um 8 Uhr und stehe doch ein bisschen früher auf? Da gibt es schon. Ich will nichts falsch machen, aber das ist natürlich oft sehr anstrengend. Ich will keine Fehler machen. Ich bin da sehr streng mit mir auch so und möchte immer alles richtig machen, was mir natürlich nicht immer gelingt so und dementsprechend. Deswegen können eben auch Entscheidungen schwerfallen, weil man natürlich dann denkt, oh Gott, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, dann ist ja wieder, ne? Ja, schwierig. Also wir überlegen zum Beispiel mal auf die Malediven zu fliegen und das ist halt scheiße teuer. Und da muss ich dich aber vorwarnen, also ich war zweimal auf den Malediven, du musst es mögen, dass du tatsächlich nur auf einer Insel bist, lecker isst, die Bauch in die Sonne, ein bisschen um die Insel paddeln, lesen, das war's. Also da ist wirklich nichts. Also es gibt Leute, die kriegen da einen Knall, weil sie sagen, ich möchte irgendwas unternehmen. Wir haben jetzt sehr viel Abenteuer, in Anführungsstrichen, wir haben sehr viel, also Südafrika haben wir dreimal gemacht, sind da dann immer mit dem Auto so Roadtrip-mäßig halt rumgefahren. Jetzt sind wir gerade auch wieder mit dem Bus, also das wäre schon okay. Für uns ist es eher so, Malediven sind einfach so scheiße teuer. Also, ja, das ist total absurd. Und das ist wirklich so die Entscheidung gerade, sollen wir das wirklich machen? Das ist so viel Geld. Und dann so die andere Frage, okay, entweder jetzt oder wahrscheinlich sonst irgendwie nie, weil wenn Luis in die Schule kommt, wer weiß auch, wie lange es die Malediven noch gibt, so wenn dann der Wasserspiegel so steigt. Und dann auch die Frage, ist das wirklich so schön, wie man sich das vorstellt? Oder sagt man am Ende, ach, war jetzt schön. Du musst das richtige Atoll aussuchen. Nun rede ich da so altklug daher. Ich war ja nur zweimal da und beim ersten Mal waren wir nicht so begeistert. Das zweite Mal, das war es wirklich toll. Und da müsstest du wirklich dir die Zeit nehmen und das vorher recherchieren. Wenn du darauf stehst und auch diese Ruhe magst, dann ist das traumhaft schön. Und vor allem, wenn du dann in einem Resort bist, wo du jeden Abend dann von einem 5-Gänge-Menü verwöhnt wirst und du gehst barfuß von deinem Bungalow oder Beach-Bungalow dann zu dem Restaurant. Du brauchst keine Schuhe die ganze Zeit anziehen. Allein das finde ich schon so toll. Ja. Also ich kann es dir empfehlen, aber du musst halt mögen, dass du dann tatsächlich diese Ruhe hast und halt keine großen Aktivitäten hast. Du musst dann halt ins Gym, kannst du gehen und Fernsehen ist da auch möglich, aber du musst auch in der Lage sein, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Ne? Und dass du dann, was heißt nur Wassersport oder irgendwie lesen. Also das bitte überlegen. Das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die müssen wir noch treffen. Das ist jetzt wirklich großes First-World-Problem. Und aber auch zum Beispiel eine andere, bei uns ist immer so, wenn wir einen Urlaub buchen, wir haben jetzt auch wieder einen gebucht, irgendwie für den Herbst, und dann kommt eine Konzertanfrage rein. Und dann muss ich überlegen, okay, nehmen wir das jetzt an, verschieben wir den Urlaub und dann ist es so ein Hin und Her überlegen, weil es kann immer eine Anfrage für ein Konzert reinkommen, so, und es ist ja nun mal mein Job und man möchte es auch eigentlich. Das bringt ja auch dann richtig auch Kohle, ne? Also wenn es vor allem dann auch eine größere Location ist, ne? Das muss man ja immer wieder sagen. Also das ist ja eine der wichtigsten auch Standbeine jetzt als Künstler. Und es sind nun mal nicht so viele Konzerte, die man im Jahr spielt, so, wenn es ein gutes Angebot ist, dann überlegst du schon dreimal, ob du es jetzt wirklich absagst, weil du da jetzt schon Urlaub gebucht hast. In dem Fall haben wir jetzt tatsächlich den
den Urlaub einfach eine Woche nach hinten geschoben. Das muss ich dann auch erstmal mit meiner Frau erstmal absprechen. In dem Fall sind auch noch Oma und Opa auch noch alle dabei. Es ist immer so eine, okay, mache ich das jetzt wirklich oder ist das dumm? Werde ich das bereuen? Also das sind so diese kleinen Entscheidungen des Alltags, wo ich schon immer so echt so Schwierigkeiten habe zu sagen, so komm, so machen wir es jetzt, und dauert manchmal. Du bist ja mit 33 in einem Punkt in deinem Leben, wo du schon sehr viel erreicht hast, aufgebaut hast, und du wirkst auch sehr in dir ruhend als zweifacher Papa, und es läuft auch in deiner Karriere. Würdest du denn sagen, dass du trotzdem immer noch so eine innere Unruhe manchmal verspürst? Das hat man ja auch gerade als junger Mensch, man ist irgendwie unruhig, man ist auf der Suche, man weiß noch nicht so richtig, was man eigentlich will. Ist das jetzt inzwischen chillig bei dir? Du bist da happy, wo du jetzt stehst? Also ich bin so immer noch, obwohl es ja so gut läuft, schon jetzt seit ein paar Jahren, immer noch sehr erfolgsdriven irgendwie. Also ich bin generell von Natur aus ein sehr ehrgeiziger Mensch so, und ich möchte, es ist nicht unbedingt so, dass ich immer mehr und mehr möchte, aber ich möchte auf jeden Fall, dass es zumindest so bleibt, wie es gerade ist, und ich bin da auch sehr hinterher, dass es dann auch mit den neuen Songs, die ich veröffentliche, dass es klappt so, und ich gucke da auch immer echt wirklich sehr genau drauf, dass auch alles so läuft, wie es irgendwie laufen soll, und das führt natürlich schon dazu, dass ich auch bis zum späten Abend hin immer sehr viel mental auch Kraft und Zeit. Das ist auf jeden Fall eine Unruhe, die ich so habe, die ich gerne öfter mal ablegen wollen würde. Das ist auch wieder Thema Vertrauen. So, ich habe ja ein großes Team, ne, mit Management und Label und so weiter, die auch auch genau das machen, was ich eigentlich nicht unbedingt machen muss. Aber mir fällt schwer, da die komplette Kontrolle und das Vertrauen abzugeben, zu sagen, komm, das wird schon laufen. Sondern ich bin jemand, der halt sehr viel mitarbeiten möchte, dass es halt funktioniert. Und das ist natürlich einerseits gut, weil dadurch läuft es vielleicht auch so gut. Ich wollte sagen, also auf der Erfolg gibt dir ja auch recht. Also das ist ja, läuft ja wirklich so. Super. Aber manchmal, manchmal beneide ich dann, sage ich mal, Leute, die wirklich einfach dann abschalten können nach ihrer Arbeit. Sagen wir, wenn sie um 16 Uhr aus dem Büro gehen, kack auf die scheiß Arbeit, das war jetzt das, ich gehe jetzt nach Hause und bin free. So, und das schaffe ich halt leider nicht. Ich habe das immer mit auch zu Hause. So, das ist halt eins bei mir, weil es mir natürlich auch Spaß macht und weil das natürlich als Selbstständiger ist eh nochmal was anderes. Es ist halt, gehört halt so zu meinem Alltag. Und auch, weil du die Leidenschaft natürlich auch hast. Und das ist natürlich ja das Tolle, wenn man was beruflich macht, was man richtig liebt, dann bist du natürlich auch sehr hinterher. Und es gibt ja Leute, die sind so frustriert und machen einen Job, den sie eigentlich verachten, wo ich mich aber immer frage, Leute, dann ändert doch was. Ich meine, das ist, ihr habt nur dieses eine Leben, und klar hat man auch Verpflichtungen, auch wenn man eine Familie hat, man kann nicht mal eben neu studieren, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber da habe ich nicht so Verständnis, wenn Leute sich dann immer so in diesem Frustfaktor ergehen und sagen, oh, ich hasse meinen Job und ich hasse mein Leben und ich lebe nur für den Urlaub, und das ist ja eigentlich wirklich traurig. Und deswegen können die auch so gut abschalten, glaube ich. Die haben dann keinen Bock mehr über den Arbeiten. Das ist halt echt generell auch echt schade, wenn man eigentlich, sagen wir mal, ein Jahr darauf wartet, dass dieser Urlaub kommt und eigentlich das ganze Jahr nur Scheiße findet. Irgendwas läuft da ganz schief im Leben. Das dann. Auf jeden Fall. Das sollte nicht so sein. Man sollte eigentlich jeden Tag zumindest irgendwie einen Großteil auch irgendwie gut finden. Also ich bin jetzt damals zum Beispiel, da bin ich auch ins Büro, als ich diese Influencer-Agentur, bin ich trotzdem total gerne hingegangen. So, ich bin morgens aufgestanden und gesagt, ey geil, ich hab da Bock drauf. Ich war zwar selber kein erfolgreicher Musiker und kein Star oder so, sondern die Stars waren dann die ich betreut habe. Aber es war für mich fein, weil ich meine Kollegen gern gesehen, ich habe mich da gerne hingesetzt, ich habe gerne mit denen gearbeitet. So, und wenn man das, glaube ich, erreicht, dass man auch gerne zur Arbeit geht, da auch Spaß dran hat, dann läuft vieles gut, ja. Was ist für dich mit dem Leben, was du bisher zurückgelegt hast? Und das ist ja noch ein junges Leben, auch wenn du schon sehr, sehr viel, wie gesagt, erreicht hast. Was ist für dich die Essenz für ein glückliches Leben? Was sind die Schlüssel, die Tools, um ein Leben zu führen, dass man eben sagen kann, ich mag mich selbst, ich mag mein Leben? Also wirklich eigentlich auch das, was du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, fein mit sich selbst zu sein, also mit sich selbst im Reinen zu sein oder auch keine unerfüllten Wünsche irgendwie also noch haben, sondern zu dem stehen, wie man ist, so und worauf man Lust hat. Und wenn man sagt, ey, ich möchte jetzt das, dann mache ich das. Also einfach so, also ich bin total happy mit dem, wie ich es mache. Aber ich habe auch immer das gemacht, worauf ich Lust hatte. Und wenn ich irgendwas nicht mochte oder wenn ich auf irgendwas keine Lust hatte, habe ich es halt nicht gemacht. So. Und das schafft vielleicht nicht jeder, wirklich da auch immer wirklich so seinem Herz oder seinem Bauch oder irgendwie auch, ne? Die Klarheit auch zu haben im Kopf, ne? Und auch den Mut natürlich, dass du sagst, manchmal hat man ja auch Angst vor Entscheidungen, die auch negative Folgen haben können. Aber wenn dir dann Herz und Bauch sagt, das ist aber trotzdem richtig, das so zu machen und da vielleicht auch einen Kontakt zu kappen oder einfach Nein zu sagen, das ist wichtig, glaube ich, um diese Klarheit im Kopf dann auch zu haben. Ne? Es gab zum Beispiel eine Zeit, das war auch 2015, 16, da haben alle gesagt, ich muss auf Deutsch singen. Und da war ja auch dann, ne, mein bester Kumpel Giesinger auf Deutsch, dann Bensko, Mark Forster, Vincent Weiss, alle Deutsch. Und es war eine Zeit, wo halt alle Deutsch, und es war sehr erfolgreich, und die haben mir gesagt, ey, du bist ein geiler
geiler Sänger, du bist ein toller Künstler. Wir würden auch mit dir zusammenarbeiten. Wir würden dich sofort unter Vertrag nehmen, aber nur, wenn du auf Deutsch singst. Und da habe ich halt damals dann gesagt, also dann mache ich es halt ohne euch weiter und auf Englisch, weil ich hätte es natürlich machen können und hätte vielleicht einen Plattenvertrag bekommen, aber ich wäre damit ziemlich sicher nicht glücklich geworden. So. Und das sind dann so Sachen, wo man einfach nichts machen sollte, wo man sich verbiegen muss und worauf man eigentlich keine Lust hat, nur um dann vielleicht erfolgreich zu sein, sondern einfach so ein bisschen so seinen Weg weitergehen. Aber das spricht ja auch für deine innere Stärke, weil nochmal, du musst dann ja auch tatsächlich diese Stärke haben, dran zu bleiben. Und ich kann mir vorstellen, du hast ja auch dann bis Ende 20, als dann der große Durchbruch mit dem ESC 2018 kam, gab es sicherlich ja auch mal Phasen, wo du auch mal ein bisschen wahrscheinlich gehadert hast, weil du sagst, Mensch, das ist doch so ungerecht. Und ich habe da so gut gestartet mit The Voice of Germany und es gab so viele geile Anzeichen. Und warum kommt da jetzt nicht der Durchbruch? Das muss ja einen auch ein bisschen ärgern. Oder warst du da trotzdem immer so mit diesem Grundvertrauen, dass du sagst, das wird schon irgendwie? Oder geht da an einem vor? Weil das ist ja, glaube ich. Ich war schon ein bisschen traurig, natürlich. Und ich habe es auch, wie du schon auch gerade ganz gut gesagt hast, auch, ich habe es auch nicht ganz verstanden, so, weil halt immer viele Leute zu mir gekommen sind und sagen, ey, du bist für mich einer der besten Sänger Deutschlands. Das ist einfach voll krass, wie du das und bla und blub. Und ich habe gesagt, ja, es freut mich sehr, vielen Dank. Aber es bringt mir irgendwie auch nichts gerade so, ich muss meine Tour irgendwie absagen, weil da nicht genug Tickets verkauft sind. Und ich habe es dann aber irgendwie geschafft, wie gesagt, mit diesem Studium und mit dieser Influencer-Agentur für mich damit fein zu sein. Ja, dass du einfach deine Brötchen kaufen konntest, du hast deinen Lebensunterhalt Ich habe dann auch, das war 2017, kurz vorm ESC, habe ich gesagt, ich mache weiter Musik, aber das ist für mich okay, dass ich kein erfolgreicher Musiker bin. So, das war dann für mich cool. Damit hatte ich mich dann auch irgendwie abgefunden und hatte da dann auch kein Problem mit so. Und glücklicherweise ist es ja dann ein Jahr später, dann ist es passiert so. Aber ist das nicht dann auch komisch, wie das Leben manchmal so dann auch so Haken schlägt? Ne? Aber ich habe mir auch gedacht, gerade deshalb, ist eigentlich ganz wichtig, gerade da war, wo ich dann cool damit war, ist es passiert. Ich habe lange Zeit, meine Frau ist eigentlich meine erste richtige Beziehung und ich habe viele Jahre gesucht und dachte, ich werde nur glücklich, wenn ich in einer Beziehung bin und wann treffe ich endlich meine Traumfrau und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gesagt, 2016 habe ich gesagt, scheiß drauf, ey, vielleicht finde ich sie nie, ist doch egal, eigentlich geht es mir doch super, ich bin jetzt Single und glücklich, so. Und zack, kurze Zeit später. Ja. Also man sagen muss, viele, ich, dieses Rein sein, auch suchen, loslassen, ne? Nicht und entspannen, sich öffnen, nicht verkrampft sein und dieses Aktive und ich möchte und ich muss, das ist manchmal der falsche Weg. Macht es vielleicht auch attraktiver, wenn man nicht so sucht und nicht so hoffnungslos rumirrt. Wenn man so needy wirkt, ne? Wie es so schön heißt. Hast du ein Lebensmotto oder vielleicht mehrere Lebensmottos? Schöne, kluge Kalendersprüche, wo du einen zitieren kannst, wo du sagst, das findest du irgendwie ganz nice. Klassische und so. Ja, aber du, ich finde, das sind trotzdem aber auch Sachen, alles passiert aus einem Grund. Okay. So, das ist so ein, aber das ist auch, das ist, da, ne, ist auch für dich, ne? Und tatsächlich klingt auch doof, aber jeder Tag könnte halt dein letzter sein. Oder anders lebe so, als wäre, könnte jeder Tag, also natürlich ist ein bisschen krass. Du gehst nicht davon aus, dass du jetzt stirbst jeden Tag, aber es könnte, nutz einfach jeden Tag. Ja. Finde ich auch nicht Klischee. Natürlich, es hat so dieses Klischeehafte, weil wir natürlich auch in einer Ära von so Slogans sind und die sind halt so totgeritten. Aber es sind ja wahre Sprüche und ich finde das überhaupt nicht blöd, weil die sind ja nicht ohne Grund so allgegenwärtig, weil sie sehr, sehr wahr sind. Und ich schaffe es aber natürlich nicht selber auch nicht jeden Tag so zu sein. Ich habe auch Tage, wo ich denke, kacke, ey, alles scheiße. So ist das Leben. Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben könntest, mit deinen inzwischen 33 Jahren, wo du ja sehr viel erlebt hast und Auf und Abs, viele Aufs, aber auch manchmal Frustmomente. Was würdest du dem 18-jährigen Michael sagen? Mach alles so, wie du es für richtig hältst, weil also ich würde sozusagen an nichts ändern. Ich würde meinem 18-Jährigen sagen, folge einfach deinem Herzen und deinem Bauch, weil so, wie es dann gekommen ist, das kann ich ja dann schon ihm sozusagen sagen, ist halt einfach geil. Für mich, für mein Empfinden habe ich irgendwie alles richtig gemacht, um jetzt da zu sein, wo ich bin und damit bin ich halt voll glücklich. Also, aber demnach warst du als 18-Jähriger schon relativ fein mit dir? Wir hatten ja drüber gesprochen, so sie sich selber annehmen, weil ich frage deshalb, ich habe in vielen Gesprächen gehört und auch wenn ich mich selbst mal analysiere, dass man ja wahnsinnig unsicher noch ist als 18-Jähriger und dass man sich überhaupt nicht zutraut, dass man nicht an seine eigenen Stärken vertraut und das sind meistens die Sachen, die sich Menschen dann selber zuflüstern würden, vertrau einfach auf das und aber hast du schon so ein Urvertrauen, würdest du sagen? Das tatsächlich nicht. Also ja, stimmt, das könnte ich ihm natürlich sagen. Ja, jetzt habe ich dir das ein bisschen in den Mund gelegt. Nee, aber das stimmt ja, aber ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, wie war ich eigentlich mit 18? Ich fand mich tatsächlich, ich war sehr, sehr, sehr selbst
nicht selbstsicher. Ich hatte kein großes Selbstbewusstsein. Ich fand mich auch unfassbar unattraktiv und war sehr ruhig so und war auch tatsächlich ein Alter, wo ich mir gar nicht hätte vorstellen können, dass ich irgendwann auf einer Bühne stehe. So. Also doch tatsächlich ja. Also ich war alles andere, wo haben wir auch drüber gesprochen, überhaupt nicht mit mir im Reinen eigentlich, so gar nicht. Umso schöner, das kann man ja auch mal raussenden. Das Leben ist halt nicht planbar und das Leben hat so viele wunderbare Wendungen. Manchmal natürlich auch Wendungen, die nicht wunderbar sind. Siehe, dein großer Schicksalsschlag, ne, dass dein Papa so früh gestorben ist. Aber das Leben ist halt krass. Es ist einmalig und es schüttelt uns durch, aber es ist trotzdem alles in allem geil. Ja, aber und das auch wieder so verrückt am Ende dann, also ich sage jetzt nicht, ich habe es meinem Papa zu verdanken, weil ich diesen Song über ihn geschrieben habe. Das wäre ja auch irgendwie komisch, aber ich habe diese Story gehabt so und ich habe diese Story nach außen dann irgendwann getragen und bin mit einem Song über das Thema dann zum ESC. Es ist ja auch irgendwie, wie in Anführungsstrichen, klingt auch falsch wie ein Happy End oder es ist so, es rundet das irgendwie ab und dass man auch aus den negativen Momenten des Lebens stärker rauskommt und dann eher auch versucht, daraus stärker zu werden, größer zu werden. Und ich glaube auch, dass das damals extrem hart war für mich und auch für meine Geschwister, aber dass ich dadurch auch extremst gereift und gewachsen bin, so, weil ich war 14, so, und habe fast eine Art, ja, nicht Vaterrolle, für meine kleine Schwester auch übernommen und bin natürlich mit einem Schlag auf einmal, musste ich Verantwortung übernehmen, so. Und meiner Mutter ging es auch echt total schlecht, so, in der Zeit, so. Mein Bruder war in einem Alter, der wollte mit mir dann auch wenig zu tun haben, der war dann 16, so, und hatte auch selber seine Probleme, irgendwie Pubertät und alles, und, man war so ein bisschen auf, man hat viel, glaube ich, gelitten in der Zeit, aber auch extrem viel gelernt fürs Leben, auch stark zu sein halt einfach. Michael, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für Remember Me, dir eine tolle Zeit. Bist du jetzt eigentlich auch auf Tour? Hast du was geplant mit dem Album? Wir sind oder? Jetzt auf kleiner Release-Tour. Okay. Direkt ab Album-Release, dann eine Woche wirklich jeden Abend durchgeballert. Promo ist jetzt so natürlich richtig, auch noch, ne? Alles das volle Kanne. Wird eine gute Woche, aber auch wahrscheinlich eine Höllenwoche mit kaum Schlaf und so. Aber das möchte man natürlich auch machen. Und dann gibt es nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder so große Tourneen. Aber jetzt erstmal die Release-Tour und die neuen Songs präsentieren. So Rockstars, wir freuen uns auf ganz viel von dir noch und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, ebenso, danke dir. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.